Wieder. Das Ding. MDR Sputnik. Enjoy. UFM. Und 1 Plus präsentieren. Total quadromedial. Und live aus dem Nasenloch von Harald Glöckler. Die Late Line. Und hier ist er endlich. Verkleidet als Jan Böhmermann. Edward Snowden. Dankeschön, vielen Dank, ganz lieben Dank. Hallo, vielen Dank. Dankeschön. Ihr seht toll aus. Muah. Muah. Vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen zur Late Line live aus Bremen von der Hanseat, dem größten Kreuzfahrtschiff südlich der Polarlinie. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Wenn einem redaktionell nichts mehr einfällt, dann wechseln wir einfach den Drehort, nachdem wir jetzt 6 Sendungen sehr erfolgreich und zum Schluss fast perfekt im Weserhaus von Radio Bremen waren. Liebe Zuschauer von 1 Plus und liebe Radiozuhörer bei Bremen 4 UFM, das Ding Sputnik. Und enjoy the music, enjoy the maritime feeling outside. Nachdem wir jetzt also im Weserhaus waren, 6 Wochen lang und es am Ende fast perfekt lief, haben wir uns gedacht, jetzt machen wir alles komplett anders und bringen wieder ein bisschen Chaos in die Nummer. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute live auf einem Schiff. Wir wissen nicht, warum wir hier sind, aber wir sind hier. Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei der Late Line. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Wenn ihr uns im Radio hört, 0880 5x5. Und das Thema heute ist Heimat. Meine Heimat ist die schönste. Ich befinde mich hier in Bremen. In Bremen. In Bremen an der Breme, der Partnerstadt von Riga in Lettland. Schön, dass ihr alle da seid. Ganz lieben Dank. Ach, hört doch auf zu klatschen. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Das Thema heute lautet, meine Heimat ist die schönste und ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr froh, dass wir heute zum einen auf einem Schiff senden dürfen. Wir wissen nicht genau, warum wir auf einem Schiff sind, aber es war noch ein bisschen Geld über. Wir wissen, Radio Bremen hat es ja kohlemäßig so richtig dicke und es waren noch 7 bis 8 Millionen Euro da. Und da haben wir uns gedacht, wir leihen uns nicht das Schiff, wir mieten nicht das Schiff, wir leasen es nicht. Nein, wir kaufen es nur für diesen einen Abend, für alle Zuschauer, alle 20 bei 1 Plus. Dieses Schiff gehört euch, bezahlt von euren Rundfunkgebühren. Bravo, sehr gute Idee. Und natürlich ist es heute Abend nicht nur eine leichte Unterhaltungssendung. Natürlich möchte ich nicht nur mit euch reden über Heimat. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr was dazu beitragen möchtet. Wenn ihr eure Heimat am schönsten findet, ruft jetzt an. 0880 5x5, wenn eure Heimat die schönste ist. Was ist das Schöne an eurer Heimat? Wohnt ihr vielleicht im Schwarzwald und findet die Berge toll und diese tollen Kuckucksuhren oder diesen zügellosen Inzest in den kleinen Dörfern, auch den größeren Städten im Schwarzwald. Wenn ihr vielleicht von der Nordsee kommt oder von der Ostsee, findet ihr Ostfriesland toll oder sagt ihr, Mann, Mecklenburg-Vorpommern ist einfach echt super, wenn man die Augen zusammenkneift und naziblind. Es gibt viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die sind naziblind. Das ist eine ganz spezielle Blindheit, die betrifft nur Ostdeutschland. Man sieht alle Menschen normal, nur Nazis sieht man halt überhaupt nicht. Das endet sofort mit dem Überschreiten der Zonengrenze. Sobald man quasi in Marienborn ist man naziblind, aber in Helmstedt sieht man alles voller Nazis. Man guckt über die Grenze, alles voller Nazis und im Osten keine Nazis. Also lieben Gruß an die Sputnik-Hörer, ihr könnt auch gerne anrufen, wenn eure Heimat die schönste ist. Ich bin mir sicher, für eure Heimat Mitteldeutschland. Warum eigentlich Mitteldeutschland? Müsste eigentlich geografisch korrekt Ostdeutschland heißen, weil rechts von Mitteldeutschland kommt eigentlich nicht mehr so viel Deutschland. Es müsste eigentlich Ostdeutschland heißen. Aber liebe Mitteldeutsche, ihr könnt auch gerne anrufen, wenn eure Heimat schön ist. Leipzig soll ja sehr schön sein, Dresden soll ja auch sehr schön sein, Magdeburg soll ja auch sehr schön sein. Wahnsinnig nette Menschen, tolle nette Menschen. 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line. Und wir haben einen politischen Auftrag heute auch, wenn einer von euch diesen blassen, bärtigen IT-Systemadministrator gesehen hat, Edward Snowden. Er befindet sich, glaube ich, zurzeit im Transitbereich des Flughafens in Bremen. Hat der Bremer Flughafen einen Transitbereich? Ich glaube, ja. Ja, aber kein Auslieferungsabkommen mit den USA. Aha, Bremen hat kein Auslieferungsabkommen mit den USA. Nein. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ist ja auch Teil von Deutschland. Bremen ist jetzt, glaube ich, seit kurzem Teil von Deutschland. Ne? Wir sind ja, aber die Verträge, das ist noch nicht alles durch. Das läuft gerade alles noch und das nutzt er schamlos aus. Ihr wundert euch sicherlich, ist das ein Tinnitus in meinem Ohr, liebe Radiohörer und liebe Fernsehzuschauer? Oder klimpert da tatsächlich jemand am Piano? Ja, es ist tatsächlich wahr. Wir haben heute eine kleine, ich sag mal, Showband möchte ich nicht sagen, aber wir haben jemanden, der seine E-Gitarre so bedienen kann, wie andere Leute nur ein Bontempi-Piano. Meine Damen und Herren, er ist aus London, England, uns zugelaufen. Er ist direkt hierher geflogen. Luftlinie, hat er sich hierher gekokst. Er hing gerade eben noch an den Schamlippen von Kate Moss.
Jetzt ist er aber hier. Er ist durcher, als er aussieht. Meine Damen und Herren, schlagen Sie die Hände zusammen, aber nicht zu laut, denn er hat ein empfindliches Gehör. Er ist voll on Crack Cocaine. Hier ist Pete Doherty von den Baby Shambles. Hey, Pete. Schön, dass du da bist, Pete. Pete, I have to speak with you in English because you are from England. Yes, you are a famous British rock musician. Yes. For the guys who hear us on the radio, you have like very high-hanging earrings. You have earrings and you have some needle punctures here in the armbeuge. Yes. And you have a cigarette in your left hand and you are playing as the e-guitar, but it sounds like an e-piano. We can see it here. He plays like a guitar, but in Wirklichkeit, he plays a guitar, but it sounds like an e-piano. Great. Hey, Pete, have you seen Edward Snowden? No. Are you afraid of the NSA? The NSA is the thing, I don't know if I'm correct, the thing with Uwe Boenhardt and Uwe Mundlos and the Beate Zschäpe, it's all like a big thing and they are spying on us all the time. Are you afraid of the NSA, no. of the spying? No. Because if there's a place, wenn es einen Platz gibt, Pete, wenn es einen Platz gibt auf der Welt, wo man wirklich unter sich ist, wo man völlig privat ist, wo niemand mitbekommt, was man macht, dann hier. Bei 1 Plus. Herzlich willkommen bei der Late Line im Radio und im Fernsehen und schön, dass ihr dabei seid. Bei diesem quadromedialen Experiment, heute die letzte Sendung, deswegen bin ich leicht sentimental. I'm sentimental, Pete. I'm sentimental and I have a great guest today. He's a famous, the great fuck buddy of mine. We slept together a lot, wir schliefen oft miteinander. Wir ja auch. Ja. Pete und ich waren schon auf Tour. Und wenn Pete nicht im Tourbus mit offenem Mund eingeschlafen wäre, gegen Ende, wir hätten nie Sex gehabt. Nee. Heute zu Gast der einzigartige, unvergleichliche Olli Marc Schulz. So, wir senden live von der Hanseatic. Hey, does anybody want a glump? Glump. Taste the spirit. Lamb. Hey. Es ist keine Schleichwerbung, es ist mehr eine Produktempfehlung. Das Thema heute lautet Heimatliebe. Meine Heimat ist die schönste. Meine Heimat ist Bremen, genauer Bremen-Vegesack. Bremen-Vegesack ist sowas wie, ja, ich sag mal, das Masar-i-Sharif Norddeutschlands. Es ist eigentlich ein lebensunfeindlicher Ort. Man hat, wenn man nach Vegesack telefoniert, so einen 8-sekündigen Delay, quasi wie zwischen Erde und Mond. Und die Menschen dort sind seltsam, auch da jahrhundertelanger Inzest und viel Gewalt, viel Gewalt. Es ist so, da drüben lacht man, denn man kommt aus Vegesack. Hallo, liebe Grüße, Vegesack. Aber nicht zu vergessen, trotz dieses schwierigen sozialen Umfeldes hat es mein alter Heimatverein, die Sportgemeinschaft Aum und Vegesack, in diesem Jahr geschafft, warum auch immer, wahrscheinlich Bestechung oder halt Gewalt, Stichwort Groner Düne, in den DFB-Pokal zu kommen. Es geht Aum und Vegesack! Ey! So. Und damit werden auch alle Fußballproleten da draußen wach. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die ersten Leute durchgekommen sind. 0880, 5x5. Meine Heimat ist die schönste. Das Telefon hat bereits geläutet. Es ist ja auch zum 12 Minuten gelabert. Hey, Pete, 12 Minuten. I talked 12 minutes. It fell. Why are you playing? Warum spielst du jetzt was? Macht gar keinen Sinn. Ich dachte, wenn du mich anguckst, spiele ich nochmal das. You speak English. It's like of the cocaine abuse. He has a brain damage. He thinks he speaks English, but he speaks German. It's like he's totally twisted. Yeah. Pete, you are sick. You are sick, son of a bitch. Tobi ist da. Tobi aus Münster, 21 Jahre alt. Hey, Tobi. Hallo, Jan. Hey. Erste Frage, weil wir haben wirklich wahnsinnig viel Geld hier reingesteckt. Ich weiß nicht, woher wir das Geld haben. Ich weiß auch nicht genau, warum wir das machen. Aber wir sind heute auf einem Schiff. Wie findest du das Setting hier? Wir sind auf der Weser. Das ist der Fluss, der durch Bremen fließt. Siehst du uns gerade im Fernsehen oder hörst du uns im Radio? Ich guck euch auf dem Livestream. Auf dem Livestream. Wo sind wir auf dem Livestream jetzt gerade? Wir haben eine leichte Verzögerung. Mach mal was. Was? Klatsch mal in die Hände oder so. Nee, weil ich mach irgendwie so. So, warte, wann siehst du es? Wann siehst du es? Okay. Hast du gesehen? Ja, jetzt habe ich es gesehen. Das ist der sogenannte Fegesacker Gruß. So grüßt man sich im Fegesack. Ja. Man gibt sich nicht die Hand, sondern man streckt einfach sein Geschlechtsteil dem anderen entgegen. In freundlicher Absicht. Übrigens auch die Frauen. Was eine ganz besondere Eigenart. Aber Tobi, lass uns nicht über Fegesack, meine Heimat reden. Das Thema heute ist, meine Heimat ist die schönste. Ich finde ja, meine Heimat ist die schönste. Diese vielen sehr, sehr einfachen Menschen, diese Herzlichkeit, die von Herzen kommt, weil Gehirn ist keins da, wo es kommen könnte. Wie ist es bei dir in Münster? Bist du überhaupt deine Heimat oder kommst du von woanders her? Also ich komme nicht aus Münster selber ursprünglich, aber jetzt
ja, jetzt wohne ich in Münster und bin auch aus dem Münsterland geboren. Du wohnst jetzt und in Münster. Münster ist ja mit Bremen vergleichbar eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Viele Studenten, sehr nette Menschen, ökomäßig irgendwie, ne, so ein bisschen. Ja, also viele Ökos. Hm. Und es ist eine Stadt, die mehr Fahrräder als Menschen hat und was irgendwie keinen Sinn macht. Aber ja, so. Ja, warum gibt es denn da mehr Fahrräder als Menschen? Die berühmten Münsteraner Geisterfahrräder fahren durch die Stadt und niemand sitzt drauf. Da werden so viele geklaut. Also es gibt irgendwie 1,6 so viele Fahrräder wie Menschen. 1,6 mal so viele Fahrräder wie Menschen? Ja. Interessant. Woher weißt du das? Ausgedacht oder irgendwo im Internet gelesen? Irgendwo im Internet ausgedacht. Was ist das Schöne so landschaftlich? So landschaftlich an Münster. Also ich war, glaube ich, ein, zwei Mal da. Ich kann mich jetzt aber nicht so genau daran erinnern, wie muss man sich Münster vorstellen, wenn man noch nie in Münster war. Ist es eine zerbombte Stadt, eine alte, eine kaputte Stadt, wo der Krieg deutliche, der schreckliche Krieg deutliche Spuren hinterlassen hat? Oder? Ja, also zerbombt wurde sie, aber im Gegensatz zu Bremen wurde sie aufgebaut. Mhm. Und in Bremen hat man das, muss man dazu sagen, in Bremen hat man das einfach alles so gelassen. Nach dem Krieg hat man das einfach alles so gelassen und die Stadt an einem anderen Ort wieder woanders aufgebaut. Da, wo früher Bremen war, ist heute, sieht man auch noch Hamburg. Eine absolute Trümmerwüste. Traurig. Traurig. Nee, aber Münster, einfach das Schönste, Münster so hat einwohnertechnisch eine Großstadt, aber es wirkt nicht so. Es ist so ländlich mehr so. Also es ist viel grün, man hat mitten in der City, hat man einen kilometerlangen See und ja, es wirkt nicht wie eine Großstadt. Das ist in, das kann man vielleicht mal dazu sagen, das ist in Münster der Aasee, ne? Der heißt wirklich Aasee. Ja, Aasee. Aasee, wie man spricht, Aasee. Kann man ruhig mal ja, ganz offen... Ja, weil die A dahin fließt. Ja, ja, die A fließt dahin, ist schon klar. Das sagt man dann, ne? Da muss man dazu vielleicht wissen, dass das weißt du vielleicht auch nicht als genau. Zugezogener, dass früher die Münsteraner, dass die, als sie noch keine Toiletten und, hatten, ja, einfach alle Münsteraner sich einmal die Woche... Also. Hör mal zu, Tobi. Einmal die Woche haben sie alle Münsteraner getroffen, um ihren überflüssigen Stuhl loszuwerden. Das haben die über Jahrhunderte gemacht und irgendwann ist dann quasi, die Sedimente haben sich abgelagert am Boden und die Flüssigkeit ist oben geblieben. Und irgendwann hat dann einer entdeckt, hey, da kann man ja prima drin baden. Man stinkt halt wahnsinnig hinterher und das ist dann der Aasee geworden. Es klingt platt, aber es ist einfach so. Ja, manchmal sind die einfachen Erklärungen die richtigen. Schwimmt niemand drin, ja. Wahrscheinlich hat man da mal einen pH-Test gemacht oder sowas. Und dem Menschen, der den pH-Test gemacht hat, ist der Arm abgefallen. Ja, so ist das wirklich tatsächlich. Also, das ist wirklich fast so. Also, niemand wird da jemals reinspringen, weil du wirst sofort zersetzt. Außer, und das werden nur die Münsteraner wissen, die besoffenen Studenten, denn die Uni ist direkt daneben, ne, am Aasee. Nee, die springen da auch nicht rein. Nee, auch nicht. Was ist denn, was würdest du sagen, was ist das? Nur die Osnabrücker, nur die Osnabrücker. Was würdest du sagen, Tobi, ist das touristische Highlight von Münster? Weswegen sollte man, also wenn jetzt einem Marsmenschen beispielsweise oder einem Damon Horster Münster erklären solltest, was würdest du dann sagen? Was ist das, warum muss man nach Münster kommen? Also gibt es viele Dinge, also zum Beispiel Prinzipalmarkt oder den Dom oder einfach die historische Altstadt oder die Altstadt zum Saufen und einfach ist es wunderschön, die gesamte Stadt ist wunderschön, also keine Hochhäuser und ja. Ich habe so richtig Lust bekommen auf Münster, Tobi. Vielen Dank für deine Beschreibung. Und wenn ihr da draußen sagt, meine Heimat ist dreimal schöner als Münster, könnt ihr gerne anrufen. Wir machen heute nichts anderes als quasi Touristikinformationen für ganz Deutschland. Denn wir haben so viel auf Deutschland rumgehackt in den letzten, ja, wie viele Late Lines sind es denn jetzt schon, Michael? Du hast mitgezählt. Ich habe das zwischendrin vergessen. Ich habe auch einige komplett verpennt. Ich war zwar körperlich anwesend, habe geredet, aber ich habe eigentlich innerlich geschlafen. Sieben. Heute genau. Ist die letzte, sieben, und die lief alle zwei Wochen. Also wir sind jetzt 14 Wochen auf Sendung, ne? 14 Wochen genau, 14, läuft die Late Line. 14 Wochen auf Sendung, 7 in dieser Tour, ja. Und 5 haben wir ja letztes Jahr schon gemacht. Da ja, haben wir also sind wir jetzt bei 12 Late Lines. Das ist ja ein Dutzend. Ja, das Dutzend, ein ganzes ist, Dutzend ist voll. Dutzend ist das voll. Dutzend ist voll. Und, guter Anlass, mal so ein Highlight wie heute zu das machen. Das ist echt ein echtes Highlight. Ich fühle mich wirklich, ich bin kurz davor, Werbung für die Weight Watchers zu machen, weil ich mich richtig, wirklich fühle wie im Fernsehgarten, im ZDF-Fernsehgarten. Tritt heute irgendwie noch Hansi Hinterseher auf oder irgendwie einer, der bei Touché rausgeflogen ist mit seiner neuen... Möglich. Ja. Man soll das ja niemals nie sagen. Hast du nicht mal Lust eines Tages, neben deiner Tätigkeit hier als Chef vom Dienst, bist du ja quasi sowas, Chef, eine Art von Chef, als Chef von Dienst, vom Dienst und Mädchen für alles, auch mal so eine Schlager... Karriere oder sowas zu starten? Ich muss tatsächlich sagen, Rosamunde Pilcher, das finde ich ganz großartig, denn die drehen immer an wahnsinns tollen Motiven. Das ist der Knaller, das muss man einfach miterlebt haben. Nee, aber haben. Dass du mal selber so ein Schlagersänger wirst, irgendwie, weil ich kann mir vorstellen, dass du so ein Typ bist. Michi Wendler? Ja, aber genau. Aber wie nenne ich mich? Der W ist schon, nee, das ist was anderes gewesen. La 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 la
Das ist der Ort, auf dem sich Kate Winslet und Leonardo DiCaprio kennengelernt haben. Hätten, wenn sie aus Bremen gekommen wären. Aber leider hat das Schicksal die beiden ja auf die Titanic, wissen viele gar nicht mehr. Ja. Hat als Ozeandampfer angefangen, ist mittlerweile eine relativ erfolgreiche Satirezeitschrift. Und es kann sein übrigens, das ist die große Überraschung heute Abend. Wir haben erst überlegt, ob wir ein Höhenfeuerwerk machen, aber nein, diejenigen, die hier auf dem Schiff sitzen, dürfen sich freuen. Wir machen heute am Ende der Sendung gibt es ein großes, und alle Kameraleute sind mit dabei, ein Unterwasserfeuerwerk. Das komplette Schiff wird sich einmal um 180 Grad drehen. Und dann können wir den Oktopussen und den Korallen beim unter dem Meer, ne? Eine Eskimo-Rolle, glaube ich, heißt das im Fachjargon. Unter dem Meer. (lacht) 0880 5x5, wenn eure Heimat unterm Meer liegt, könnt ihr gerne anrufen. Tobi, ich leg mal auf. Ciao. Ich soll übrigens ausrichten, dass du tonlich nicht so gut klingst. Oder gilt das jetzt für Tobi oder gilt das für den nächsten Anrufer, den Patrick, der scheiße klingt? Muss ich mal ganz kurz in die Regie fragen. Welcher Anrufer klingt scheiße? Der Tobi, weil der klang eigentlich ganz gut. Der Tobi. Tobi, du klangst scheiße, soll ich dir sagen. Ja. Ciao, Tobi. Schön, das habe ich gelernt im Führungsseminar bei der ARD, dass man immer Gespräche mit einem negativen Kommentar beenden soll, damit die Leute nicht so gut drauf sind. Nee, ich glaube, das hast du verkehrt verstanden. Ach, verkehrt rum meinst du? Mit andersrum. Positiven. Ja, positive Verstärkung. Das ist, ich glaube, so ein System. Dann. Also man sollte Leute erst runtermachen, dass sie am Boden sind, am Ende dann, hey, ist gar nicht so schlimm und überhaupt, die Warze ist gar nicht so groß in deinem Gesicht. Ist alles. Apropos, wir haben heute das Thema Heimat und viele, die die Late Line schauen und hören, seit Jahren werden wissen, das ist ein zwiegespaltenes Verhältnis zu einigen Teilen Deutschlands. Und viel wurde darüber gelästert und spekuliert. Und viel wurde auch, es gibt mittlerweile Bürgerinitiativen aus dem Saarland. Ich rede über das Saarland, eines der vernachlässigsten Landstriche nach Nordpakistan der Welt. Ganz, ganz traurige Menschen in einem ganz, ganz traurigen Land. Also, die Menschen haben wirklich unsere Hilfe nötig. Aber es gibt viele Leute aus dem Saarland, die sagen, hey Jan, was hast du eigentlich gegen uns? Und wir haben in den letzten sechs Sendungen immer eine andere Stadt aus dem Late-Line-Sendegebiet vorgestellt und haben immer angekündigt, dass wir uns eines Tages mal auch im Saarland kümmern möchten. Das haben wir aus logistischen Gründen nicht hinbekommen, aber jetzt, weil heute die letzte Sendung ist und wir dann eine ganz, ganz lange Sommerpause haben, die quasi auch über den Herbst rübergeht, eine Sommer, Herbst und noch Teile des Frühlings nächsten Jahres sind die Pause, aber wir kommen, glaube ich, noch mal kurz vor Weihnachten wieder. Das wurde uns versprochen, ganz genau. Also ich habe mir den November, Dezember freigehalten und zähle wirklich drauf. Okay. Auch kohlemäßig, ne? Ich nehme mich auch. Ja, ich brauche das. Die Geschenke. Geschenke für Weihnachten, Geschenke, ja. Sehr gut. Heute wollen wir uns endlich mal einem der vernachlässigsten Bundesländer und überhaupt einer der vernachlässigsten Städte Deutschlands, ja der Welt, widmen. Hier für alle Leute, die ihre Heimat dort haben, aber auch für alle Leute, die sich dafür interessieren, wie ist es da eigentlich im Saarland? Ein kleiner Einspielfilm, eine kleine Vorstellungsmatz, das ist das Saarland und Saarbrücken. Saarbrücken, die 1984 von pfälzischen Strafgefangenen als weltgrößter Swingerclub für ihren damaligen Gottkönig Oskar Lafontaine angelegte Sexarbeiterstadt an der SA, ist Landeshauptstadt einer Bundesland gewordenen Riesenwarze namens Saarland. Vielen besser bekannt als Klein Mordor. In Saarbrücken, der Geburtsstadt von Darth Vader und Voldemort, befindet sich der Thron von Dschungelpräsidentin Kati Karrenbauer alias Walter aus der RTL-Horrorserie Hinter Gittern. Genetisch bemerkenswert, alle 176.497 Bürger der Stadt sind Geschwister. Wenn nicht gerade die traditionelle vierteljährliche Hungersnot grassiert, genießt man in Saarbrücken kulinarische Spezialitäten wie Katzenbaby-Geschnetzeltes, frittierte Ratte und Popellasagne. Immer wenn Rach der Restauranttester an Saarbrücken denkt, bekommt er Durchfall. Wie eine Eidechse ihren Schwanz verliert, kann Deutschland Saarbrücken bei Gefahr einfach abspringen und sich in Sicherheit bringen. Linguistik Fun Fact. Saarbrücken ist in über 40 Sprachen eine vulgäre Beleidigung und bedeutet so viel wie. Das ist, Pi mal Daumen, Saarbrücken. Und im November in der Late Line, der Saarländische Rundfunk. Warum er mit Jan Böhmermanns Late Line nichts zu tun haben möchte. Hey! Da drüben ist die MS Carpathia. Ihr müsst euch das Schiff merken, weil wenn nachher der Eisberg gegen die Hanseat knallt, ist das das Boot, was uns alle aufnehmen wird. Hey Carpathia!
Wir befinden uns heute live auf der Breme, dem Fluss, der durch Bremen fließt, bei der Late Line. Es geht ums Thema Heimat. Und natürlich sind wir heute auch, ich weiß gar nicht, wie wir es hinbekommen haben, wir sind auch online verfügbar. Hier auf dem offenen Meer haben wir Internet. Wahnsinn, wir haben das Internet komplett hier aufs offene Meer fahren lassen mit so zwei riesigen, Milliarden Euro teuren Bohrinseln, auf denen einfach so zwei WLAN-Router stehen von D-Link. Und da ist Internet drauf und das haben wir alles mit euren Gebührengeldern finanziert, denn wir sind's, Radio Bremen, die coolste Rundfunkanstalt der ARD. Wir sind bei Facebook und bei Twitter und ihr könnt uns da auch verfolgen. Das ist so ein neuer Ausdruck für Stalking. Und es gibt einige Leute, die da schon sich gemeldet haben und die das ganz toll finden, dass wir heute hier auf einem Schiff sind. Und wir reihen uns übrigens mit dieser Sendung ein in die glorreiche Fernsehserienreihe, Fernsehsendungen, erfolgreiche Fernsehsendungen von Schiffen. Wie viele tausend erfolgreiche Fernsehsendungen von Schiffen gab es? Das Traumschiff. Dann gab es noch Raumschiff Enterprise, auch ein Schiff. Natürlich, du hast völlig recht. Nicht zu vergessen dann The Next Generation, Deep Space Nine, was wiederum aber kein Schiff mehr ist, sondern eher eine Raumstation, ist, würde ich aber trotzdem, ich sag mal 50%. Haben wir schon 3,5 erfolgreiche Fernsehsendungen von Schiffen. Ja, aber auch Raumschiffe. Die haben auch Raumschiffe. Deep Space Nine hatte auch Raumschiffe. Einen großen Applaus an meinen Vater in der ersten Reihe. Er ist ja jedes Mal da. Papa. Hey, hi. Jedes Mal, du sitzt jedes Mal, warum, was? Voyager. Ja, Voyager, natürlich. Deep Space Nine, Voyager kam auch noch, also 4,5. Du sitzt jedes Mal in der ersten Reihe. Loveboat. Unglaublich. Kampfstern Galactica. Es hört gar nicht mehr auf. So viele erfolgreiche Fernsehsendungen auf Schiffen. Toll. Du sitzt jedes Mal in Reihe 1. Ich frage mich, erstens, warum? Mit der ganzen Bremen 4-Belegschaft geschlafen. Oh. Nicht nur mit der weiblichen. Lustig, lustig, Ina Müller. Und wir sind bei Möbelstar. Ja, das war aber noch nicht so gut wie bei Ina Müller. Das war scheiße. Dieser Ina Müller-Spirit kommt hier nicht auf. Warte mal, Pete, du solltest. Mach doch. Yes! You have to say yes. If I ask you, you have to say yes. Mach doch mal ein Akkordeon. So normal. Also, lass einfach vielleicht noch mal. Nee. Sag mal irgendwas, was lustig ist. Sag mal irgendwas. Sag doch mal was Lustiges. Irgendwie, keine Ahnung. Ich hab so auf Kommando. Lustig, lustig, das haben wir gelacht. Ende mit beim Möbelstar. Hey! Ja, kommt immer noch nicht das Ina Müller-Feeling auf. Vielleicht hätte ich vorher mal einen Kasten Bier trinken sollen, wie Ina Müller das immer macht. was man so liest im Internet. Hab ich gelesen. Pete? How is your mood? We have now 26 minutes after 11 o'clock. Also für dich eigentlich früh am Morgen. Erstmal schöne guten Morgen-Zigarette. Ne? Morgen. Morgen. Guten Morgen, liebe Lunge. Ja. Ich hoffe, die Lunge hat gut geschlafen den Tag über. Schön geschlummert die Lunge den ganzen Tag. Jetzt ist sie endlich wach. Jetzt kann sie atmen, die Lunge. Jetzt atmet sie. Vorher musste Pete mit anderen Organen atmen. Mit der Milz. Wir wissen übrigens, auch in Medizin, auch wichtig, das kann man mal erzählen, Pete, dass das wissen die wenigsten. Auch die einfachsten Fakten sind oft die wahrsten. Wenn Organe versagen, übernehmen andere Organe die Funktion der. Kennt man ja zum Beispiel bei Taubstummen, Menschen, die nichts. Bei Taubstummen sagt man nicht, man sagt, glaube ich, nicht hören, sagt man, glaube ich. Wie sagt man? Gehörlos. Man sagt gehörlos. Und bei Gehörlosen übernehmen die Augen die Funktion der Ohren. Das wissen, weil Leute, die nicht hören können, können mit den Augen dann. Ja, 0880 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line. Heute Abend werden wir übrigens komplett in Gebärdensprache übertragen. Heute Abend werden wir komplett in Gebärdensprache übertragen. Und das ist, finde ich, eine tolle Geste von Radio Bremen zur letzten Sendung, dass wir da endlich mal die Gebühren für eine richtige. Ja. Wir haben auch das Angebot Brailleschrift. Übers Faxgerät. Also, wenn Sie ein Fax haben, wenn Sie uns jetzt hören können, aber nicht sehen können, kann es zum einen sein, dass Sie gerade versehentlich nicht 1 Plus gucken, aus Versehen. Es kann aber auch sein, dass Sie nicht sehend sind. So heißt es, glaube ich, politisch korrekt. Dann können Sie per Faxabruf einen Braille-Mitschnitt der Sendung bekommen, wenn Sie uns einen Fax schicken. An die 0880 5x5 schicken Sie uns jetzt mal einen Fax. Da freuen sich die Leute in der Telefonzentrale in Frankfurt. Das Thema heute ist, meine Heimat ist die schönste. Wen haben wir in der Leitung? Ist es Patrick? Patrick, bist du es? Patrick, du bist es. Patrick, ja, das ist korrekt. Hey, Patrick, na? Wo kommst du denn her?
Ich komme aus Göttingen. Ah, das wunderschöne Göttingen. Das ist eine ganz, ganz tolle Stadt in Niedersachsen. Das stimmt. Da ist das ja auch stimmt, eine Uni. Ja. Und bist du eigentlich Koch, Patrick? Ich bin Koch, ja, genau. Yes! Yes, ich weiß, wer du bist. Ja, sehr gut. Hey, wie läuft's? Wie findest du es hier auf dem Schiff? Ich finde es sehr gut. Ich muss ganz kurz, du kannst dir bequemer ganz kurz auch was anderes erzählen. Und zwar, wir haben das letzte Mal, glaube ich, im Februar gesprochen. Ja, kann sein. Und, privat oder hier in der Sendung? Ich glaube sowohl als auch. Mhm. Und da habe ich dir gesagt, dass ich Vater werde. Du hast gesagt, ich soll wieder anrufen, wenn ich Vater geworden bin. Und das ist jetzt letzte Woche passiert. Ah, wuhu! Hey, Piet. Vielen Dank. Ja, also man kann doch eigentlich ganz kurz, wir haben heute Piet Doherty von den Baby Shambles dabei. Er ist ein bisschen slow heute, aber was spielt man denn zu Happy Birthday von Stevie Wonder? Was? Das wäre schön. Ist doch, das hat Stevie Wonder, dieses berühmte Lied hat Stevie Wonder. Happy Birthday to you, Happy Birthday, Kind von Patrick. Es ist doch eigentlich der erste Geburtstag, ne? War das grade, erste ganz, Geburtstag, hast du gerade das Audiologo von der Telekom gespielt am Ende? Ah, das ist, glaube ich, das war der Evil Twin von der Telekom. Welekom. Patrick, was ist es denn? Ein Junge, ein Mädchen? Ein Junge. Ah, herzlichen Glückwunsch. Wie heißt er? Leonard. Leonard, und gesund und glücklich, und die Geburt war wunderschön, oder? Gesund und glücklich, die Geburt, ja, war okay. Es ist, muss man vielleicht mal, ich sage das immer wieder gerne, die Geburt ist einer der schönsten Momente im Leben von jungen Eltern. Und gerade viele Frauen, die schon eine Geburt hinter sich haben, wissen, das ist einer der magischsten, schönsten Momente ihres ganzen Lebens, an den sie sich zurückerinnern werden, bis exakt einen Tag nach der Geburt. Und dann haben sie alles komplett vergessen. Das ist auch genetisch bei Frauen so. Ist bei deiner Freundin auch so? Ich gehe davon aus, Das Problem ist ja, wenn die nicht die ganze Zeit schreien würden, die Frauen, und so Schmerzen hätten, dann können sie das auch ein bisschen besser genießen. Ja, 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 wie wir Männer. Aber die stellen sich einfach an, ne? Die stellen sich an. Schlimm. Weicheier. Ja, ich frage mich eh wieder, warum das evolutionär seit wirklich mehreren Jahrzehnten so ist, dass Frauen Kinder austragen müssen, wobei Männer das ja viel tapferer offensichtlich durchhalten als Frauen. Ja, also natürlich. Ich weiß nicht, bei dir, wie es bei dir jetzt war, ich kenne es von Bekannten, die haben teilweise nicht ein einziges Mal geschrien oder Schmerzen gehabt, gar nicht, die Männer. Nee, die Frauen also bei schon. Mir war, also ich hatte leichte Gesäßschmerzen von vielen Sitzen, aber sonst war es okay. Was war das für eine Geburt? Eine Unterwassergeburt auf einem Sitzsack oder irgendwie, keine Ahnung, direkt ins Smallland rein oder so, die Rutsche runter ins Bällebad? Was für eine Geburtsmethode habt ihr euch entschieden? Wir wollten erst unter Wasser, aber wir haben dann ganz normal Kreislauf auf dem Bett. Mhm. Und war das so, wie du es dir vorher vorgestellt hast, oder war es noch schöner? Es war sehr schön. Ja, dein Kind hat jetzt Göttingen als Heimat. Ist es auch dein Geburtsort? Nee, mein Geburtsort ist Dassel. Dassel? Dassel, ja, das liegt in der Nähe von Einbeck. Vielleicht kennst du Einbecker Bier. Ah, das kennt man, glaube ich, Einbecks heißt es, glaube ich, ne? Genau. Übrigens muss man vielleicht mal ganz kurz für alle Leute, ich weiß nicht, ob ihr das, Michael, sag mir Bescheid, wenn es Schleichwerbung ist. Ist es Schleichwerbung? Darf ich nicht sagen, ist es Schleichwerbung? Gegenüber wird Jefer gebraut, die berühmte, da gibt es, immer berühmte Jefer. Ach, Jefer darf ich nicht sagen, es gibt ja aber auch Holsten noch und es gibt Astra und Becks zum Beispiel auch. Stimmt. Also der Grund, warum es hier zum Beispiel so nach Malz riecht, ja, hier bei uns, es riecht nach Malz und Geld natürlich, weil wir in der Nähe von Radio Bremen sind. der Grund, weil wir sind direkt gegenüber einer bekannten, weltweit bekannten Brauerei. Ein Bier mit einer grünen Flasche. Ja. Jefer. Das berühmte Jefer Fun. Genau. Warum heißt eigentlich das einzige Bier von Jefer, was absolut keinen Spaß macht, nämlich ohne Alkohol, warum heißt das eigentlich Jefer Fun? Ich weiß, das einzige Bier, was wirklich absolut gar keinen Spaß macht, ist Jefer Fun und das heißt Fun. Vielleicht sind sie ihrer Zeit weit voraus und es wird sich uns erschließen, wenn die Zeit dafür reif ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man es als Zäpfchen nehmen oder sowas, dann macht es vielleicht Spaß. Genau. Oder muss es lutschen. Zulassen. Auf jeden Fall zulassen. Zulassen und dann einfach lutschen, die Flasche lutschen. Und irgendwann, wenn man dann durch die Flasche durch ist, dann hat es vielleicht... So, Patrick, aber jetzt kommen wir mal zu deiner Heimat. Dassel, ist das die Heimat, für die du Werbung machen möchtest, oder möchtest du für Göttingen werben? Ich möchte eigentlich für Göttingen werben. Beschreib mal ganz, ich habe zu Göttingen, glaube ich, ich war, glaube ich, ein oder zweimal da, aber mehr so auf der Durchreise, oder weil ich mich verfahren habe, ich wollte eigentlich nach Hannover und bin dann in Göttingen gelandet, aus irgendwelchen Gründen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sieht Göttingen aus? Also Göttingen, es kommt immer ganz drauf an, was für ein Niveau und was für ein Metier man sich bewegen möchte. Mhm. Also suchen wir jetzt den schnellen Sex,
Und, dann kann man auch direkt in Hannover bleiben, weil da kriegst du das ja quasi hinterhergeschmissen. Nee, ja, aber hier kriegst du es umsonst dann. Genau. Ja, einfach mal auf eine Sportlerparty gehen oder VWL, BWL, da geht das relativ gut. Okay, also auch, ja, klar, im Studentenmilieu wird ja, habe ich gehört, viel miteinander geschlafen. Das ist, schön finde ich das auch nicht, aber ist halt so, ne? Das ist leider so. Am schönsten ist, wenn die O-Phasen sind, dann laufen die Medizinstudenten immer nackt durch die Stadt. Was heißt denn O-Phase? Orientierungsphase. Also okay, das, und zum Orientieren, die müssen sich dann quasi ihrer sexuellen Orientierung klar werden und laufen deswegen, das herauszufinden, nackt durch die Straße. Und mit ein bisschen Glück verkeilen sich dann irgendwelche Geschlechtsorgane ineinander und dann ist es passiert. Die haben eine Affinität zur Heterosexualität und die werden dann quasi umgepolt. Mediziner sind heterosexuell? Nee, ja, ich glaube schon. Mhm. Standardmäßig voreingestellt, aber man kann das auch ändern noch, ne? Bis wann kann man eigentlich seine sexuelle Orientierung ändern? Ich habe mal gehört, das geht noch bis 40, 50. Oh, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, ich glaube so bis 27, 28. Und dann ist vorbei. Pete, a short question for you. What sexual orientation do you have? I don't mind. Are you straight? You don't mind? You take everything? Like if I... Wenn ich dir einen Hund schminke zum Beispiel, wäre das auch eine Sache, die dich... Is this a thing that kicks you on? Mhm. Yes. Ja, ja. Ich sehe hier gerade, der Michael hat mir was aufgeschrieben. Ich kann es kaum entziffern. Das heißt, es ist eine 0, 2 Einsen und ein umgedrehtes Ausrufezeichen. Damen und Herren, Patrick, bleib mal kurz in der Leitung, weil wo wir gerade beim Thema Göttingen sind, lass uns doch mal auf Hamburg kommen. Ist ja quasi ein Vorort von Göttingen, in gewisser Weise, wenn man sich Niedersachsen komplett wegdenkt. Wir haben einen Gast heute Abend. Ich bin sehr froh, dass er hier ist. Ich habe ihn eigentlich 7-mal angefragt. Er hatte 6 gute Ausreden und beim 7-mal ist ihm keiner mehr eingefallen. Ich bin sehr dankbar, dass er den Weg hierher gefunden hat, mein lieber Freund Fuck Buddy. Und er ist eigentlich mittlerweile sowas wie ein Bruder für mich. Mein lieber Freund Olli Schulz, er ist hier. Wo ist er, Olli? Oh, ich krieg gerade von der Regie gesagt, dass Olli Schulz nicht auf dem Landweg hierher kommt, sondern er kommt direkt aus Kreuzberg. Mit dem Schiff ist er. Er kommt mit dem Schiff an. Oh Gott, ich muss es kommentieren für die Leute vor den Radioempfangsgeräten. Olli Schulz, der berühmte Hamburger Folkmusiker, Sohn von Hans Albers. Er ist den ganzen weiten Weg mit dem Schiff aus Berlin hierher gefahren. Ich sehe ihn da stehen auf einem, ja, es ist die Queen Mary 2. Die Queen, der größte Ozeandampfer der Welt, die Queen Mary 2, fährt in dem Moment, ich weiß gar nicht, wie sie es schafft, hier durch dieses 20 cm tiefe Wasser in Bremen, in der Weser, hat anscheinend einen sehr, sehr... Hol mich ran! Olli Schulz auf der Queen Mary 2, er fährt vor auf der Weser. Hey Olli, komm mal her, wir winken dir! Olli, wir sind's hier! Wir, die hier so komisch riechen, macht eure Hosen auf, dann muss er nur dem Fischgeruch folgen. Olli, komm her! Ich komme! Olli Schulz, er kommt auf einem Ozeandampfer auf der Weser hier angefahren. Halt dich gut fest, Olli. Hast du eine Rettungsweste? Ja. Gut. Oh, ist das maritim heute, du? Ist das maritim? Komm, wir singen gleich Shanties, Olli. Ich freue mich tierisch, du. Olli ist da. Na, ihr Sackratten, alles klar? Er ist den ganzen Weg aus Berlin mit dem Schiff hergefahren. Wie bist du denn gefahren? Über den Mittellandkanal oder wie bist du hergekommen, Olli? Ich bin gerudert. Au, auf der Queen Mary 2 ist er gerudert. Das können nur Menschen mit sehr langen Oberarmen und ganz, ganz viel Kraft in den Bizeps. Meine Damen und Herren, er ist nun, glaube ich, an Bord. He is on the ship. Clap your hands together für den Leichtmatrosen des heutigen Abends. Der Sohn von Hans Albers, der Trainer von Antje, dem Walross des NDR. Olli Schulz, hey Olli. Ich freue mich wahnsinnig. Nice to have you here. Danke. Was, Pete? Ist das schön. Setz dich doch, Olli. Ist das schön. Olli, herzlich willkommen.
Das ist meine Heimatstadt, das ist Bremen. Das sind diese sympathischen. Ich mache hier momentan gerade ein Schülerpraktikum als Froschmann bei der Marine und bin hier gerade unterwegs gewesen mit meinem Schlauchboot. Ach, schön. Du bist eben gerade mit dem Boot hier angekommen. Das glauben die Leute in einem Radio jetzt gar nicht. Du bist etwas außer Atem, weil du hast selber gerudert. Ne? Ich bin selber gerudert, genau. Und ich möchte mal ganz kurz was sagen. Plädoyer gleich für die DLRG. Ich bin mit der DLRG gekommen. Ja. Das ist ein ganz toller Verein. Die arbeiten ehrenamtlich. Ja. Und die müssen jedes Wochenende hier am Weserstrand die ganzen Knallköpfe, die Alkopop-Warriors, die da besoffen irgendwie rumsitzen, die müssen sie da wieder rausretten, weil die besoffen da rumtanzen zur Scheißmucke, die sie hören, zu irgendwelchen Techno-Kack und so. Und dann kommen die Jungs von der DLRG und holen die Spacken da wieder raus, die besoffen sind. Applaus für die DLRG! Und die machen das ehrenamtlich. Hey. Und das Schlimmste... Und Lara, die schöne Lara von der DLRG, mit der habe ich gerade geredet, die schöne Lara, die hat erzählt, dass was am meisten das Dümmste, was die Bremer machen, ist, wenn die gegrillt haben, dann vergraben die die Kohle im Sand. Und am nächsten Tag laufen dann Leute barfuß darüber und haben so eine Füße danach. Und dann müssen die Füße verbunden werden oder abgetaucht werden ins Wasser. Ist das nicht scheiße? Das ist richtig scheiße. Ist das nicht scheiße? Stell dir mal vor, du gehst drüber barfuß und dann sind da so glühende Kohlen. Dann hast du so eine Füße danach. Ich habe aber die Angewohnheit, an Stränden normalerweise so Plastiklatschen zu tragen. Ja. Das habe ich noch aus dem Portugal-Urlaub, wo ich immer in Seeigel reingetreten bin, hatte ich immer so Plastiklatschen an, weil ich, glaube ich, zwei Wochen am Stück jeden Tag einen Seeigel in der Fußsohle hatte. Ich durfte nie mit dem Barfuß, weil meine Füße so gestunken haben von der Autofahrt. Wir waren 3 Tage im Auto unterwegs. Ja, das wissen viele ja gar nicht. Wir haben uns ja kennen, auch privat gut. Ja. Ich kenne auch deine Füße privat gut. Ich würde sagen, weil du bist ein großer Typ, du bist ungefähr 3 Meter groß und deine Füße sind sehr weit weg von deinem Zentrum. Deswegen rieche ich sie selber nicht. Du riechst sie selber nicht und du kommst auch an deine Füße gar nicht biologisch, du kommst ja gar nicht an. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr vernachlässiges Körperteil von dir. Ich habe die Füße eines Magiers, wenn ich die Schuhe ausziehe, kommt ein zauberhafter Duft in alle Richtungen. Ja, aber ich finde das schön, wenn man einen Körperteil hat, was man einfach sich selber überlässt. Das sind die Füße bei mir. Genau. Die sollen machen, was sie wollen. Bei mir ist das Gesicht. Ja. Wie man sieht. Du, wir haben Patrick in der Leitung. Möchtest du mal mit Patrick sprechen? Muss man das wirklich rannehmen dafür? Ja, hör mal. Hört das keiner? Nee. Patrick, hallo. Hallo, Olli. Na, wie geht's dir? Na, wie geht's dir? Mir sehr gut. Ja, danke, dass du anrufst. Was willst du denn überhaupt? Ich möchte einfach mal mit dir reden und deine Stimme hören. Ja, das tust du jetzt in diesem Fall gerade. Sei froh, viele zahlen dafür Geld oder lassen sich die Kniescheiben einbrechen oder sonst was, um mit mir zu reden. Du darfst das heute kostenlos machen. Was ist denn das Thema der Sendung heute überhaupt? Heimat. Heimat. Das Thema ist Heimat. Stimmt. Heimat. Heimat. Ich liebe meine Heimat. Und du? Deine auch? Wo kommst du her? Ja. Göttingen. Göttingen. Ey, Göttingen ist so scheiße, habe ich einmal gespielt. Mal ganz ehrlich, ich habe ein Konzert in Göttingen gespielt, selten so ein emotionsloses, gelangweiltes Publikum gehabt. Alle Karohemd und Samenstau, Studienfach Maschinenbau. Das war wirklich so schlimm. Olli, das war echt was nicht geil. Was das muss man mal ganz kurz erzählen. Göttingen geht gar nicht. Da vorne ist Maschinenbau-Studenten in der ersten Reihe. Was man jetzt nicht sieht im Radio, du hast heute... Ey, eine Stadt, die hat noch nicht mal einen zentralen Kern, die Stadt. Das ist kein Witz. Ich habe gefragt, wo ist denn das Zentrum? Man, die haben wir nicht. Das ist wirklich, ich habe gefragt, wo ist denn das Zentrum von Göttingen? Gibt es? Es gibt kein Zentrum. Das ist alles so ein bisschen durch verteilt. Den Krieg, dann, das ist, ne? Durch den Krieg ist das weggefallen. Du trägst heute übrigens selbst ein Karohemd. Du siehst aus wie 31. Du willst ja, ein Jung und Jugendlich. Ich bin ein junger Typ geworden. Warum siehst du mich gerade im Fernsehen? Sind die Kameras an? Kann die man Kameras sehen? Sind aus. Hallo? Die sind aus. Aus Datenschutzgründen. Wie sehe ich heute aus, Patrick? Na, schönes C&A-Hemd, würde ich sagen. Ja, ist wirklich von C&A. Heute Morgen gekauft, ist kein Witz. Ist heute Morgen gekauft bei C&A. Und das Ding, ich habe meinen Anzug liegen lassen und ich habe die Jeans und das Hemd beides bei C&A heute gekauft für 69 Euro. Kann man nichts zu sagen, kann man oder? Kann man nicht mehr. C&A, guter Laden. Das, kann man, ne? Das ist ein sehr guter Habt Laden. Habt ihr in Göttingen C&A? Nee, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja. Was heißt eigentlich C&A? Bei Hennes und Mauritz, H&M, weiß man es ja. Was heißt eigentlich C&A? Was heißt eigentlich C&A? Scham, weiß ich nicht. Scham und Anmut. Ist es wirklich Scham, so? Also immer noch Scham und Anmut. Scham und Anmut? Ja. Würdest du denn sagen, dass du stolz bist, Göttinger zu sein? Kann man das sagen? Kann man so? Ja, das Ding ist ja, die Stadt ist sehr schön, nur die Menschen darin sind scheiße. Ja. Das ist ja wirklich so, die Menschen sind wirklich scheiße. Ich habe einmal gespielt, ein Konzert war mit Walter Schweifels, amerikanischer Songwriter, und wir waren zusammen da und Walter hatte so ein bisschen Exotenbonus, weil er Amerikaner war, und ich habe da gespielt und es hat keinen interessiert und die Leute waren so emotionslos. Es war wirklich ein deprimierender Abend. Danach bin ich rumgelaufen irgendwie und bin durch die Stadt, um mich selber noch zu geiseln. Das war ganz fürchterlich. Wo hast du denn gespielt? In so einem Scheißladen irgendwo, weiß ich nicht genau. Das war so ein Haus der Jugend mäßig, außerhalb. In der Musa. In der Musa oder so. Genau, da haben eine Woche. Und dann meinte der Veranstalter, ich habe selber abgerechnet, ja, Liedermacher, das läuft bei uns nicht. Letzte Woche war ein Slime hier, hat er gesagt. Das war geil. Olli, wir müssen uns ganz kurz... Patrick, an, ja. Patrick, sag mal bitte, jetzt dreh dich mal nicht so in den Vordergrund. Das ist nicht deine Sendung. Du. Ja, nee, du darfst. Ach so, okay. Du bist Gast, du hast...
du hast, bist Priority 2. Du bist ganz süß zu mir. Ich bin auch Priority 2, weil Priority 1 ist bei uns Internet. Die Community ist uns nämlich sehr, sehr wichtig. Wir sind heute auf lateline.de, wieder bei der geilen ARD Social Media App. Da sind wir bei Facebook, bei Twitter und das ist alles kombiniert bei der geilen ARD Social Media App. Und du bist ein Facebook-Junkie, Olli. Nee, ich bin bei Facebook, aber ich bin kein Junkie. Ja, und Ende des Jahres werde ich mein Profil downshutten. Schatten, Downschatten. Ja, Downschatten. Ist das so eine neue Internetsprache? Das sagt man so genau. Wir Whistleblower sagen das so, Downschatten. Muss ich das jetzt wirklich den Hörer die ganze Zeit so am Ohr halten? Nee, du kannst auch daneben. Aber nicht auflegen, weil dann passiert das hier. Patrick, hörst du mich? Jetzt ist Patrick nämlich weg. Guck mal, wenn ich drauf drücke, ist er weg. Ach so. Shit. Ja. Ciao, Patrick, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Leonard und deinen Sohn. Und die ersten, du weißt ja auch, Olli, wir sind beide mehrfache Familienväter in verschiedenen Städten. Mit verschiedenen Frauen. Mit verschiedenen, dürfen nichts voneinander wissen. Aber du weißt auch, die ersten 4 Wochen sind die allerschönsten im Leben eines jungen Mannes. Einer Frau, wenn sie uns kennenlernt. und dann rufen wir nicht mehr zurück. Ja, genau. Wie heißt das, wenn zwei Männer, also wenn wir beide schon mal was mit der gleichen Frau gehabt hätten, dann gibt es so einen versauten Ausdruck, der... Schwanzgeschwister, irgendwie sowas. Lochschwager. Lochschwager, genau. Schwanzgeschwister. Schwanzgeschwister gesagt. Das ist unangenehm. Das ist noch schwager. So, kaum bin ich in der Sendung gleich das Niveau runtergedrückt. Das Niveau war nie höher als der Meeresspiegel. Wir haben eh nie Niveau. Niveau haben immer die anderen. Hey, da vorne sind Leute mit Niveau. Sie pfeifen hier rüber und brüllt doch mal irgendwie Pimmel oder so. Kann ich eine Cola Light bekommen? Nein. Wir können ja aber so ein bisschen... Möchtest du einen Glump? Nee, trinke ich nicht, die Scheiße. Ich hab's einmal, als ich hier in deiner alten Sendung war... Welche Sendung meinst du denn? Du hast mal eine Sendung gehabt mit der... ich hätte gern einen Glump. Halt mal, wer? Ich, hier. Wie gesagt. Diese Richtung. Ich hier. Habt ihr euch... Wer will noch einen Glump? Einer? Ja. Also wo? Hier? Ist aber warm. Komm mal, aber nicht... Wie die Leute... Weißt du, wie die Leute was umsonst wollen. Guck dir das an, du. Das ist diese Mitnahmementalität. Das finde ich, das mag ich nicht an Deutschland. Ich mag das nicht. Und das ist nämlich das, was ich an meiner Heimat nicht mag. Diese Mitnahmementalität, dieses alles. Bist du in Bremen geboren? Ich bin in Bremen-Gröppeling geboren. Ja. Das gibt's mittlerweile nicht mehr. Das ist. Gibt's eigentlich nicht mehr. Das gehört jetzt zur Türkei. Ich muss. Ist so. Das haben wir eingetauscht. Das haben wir gegen Bodrum. Uns gehört jetzt Bodrum, das gehört jetzt zu Bremen und Gröppeling gehört zur Türkei. Ich weiß nicht, gibt es noch den Laden? Ich spiele immer Konzerte hier und da gibt es einen Laden, da holt man sich immer nur einen Döner, den Rollo oder so. Das gibt einen Laden. Ja, gibt's das noch? Ja, natürlich. Kismet, 1 bis 700. Und nebenan kann man. Am besten ist Kismet 680, alle anderen sind scheiße. Marihuana kaufen. Ja, das gibt's mittlerweile. Marihuana ist mittlerweile verboten in Bremen. Echt? Aber wir haben was ganz Neues, eine Waffenverbotszone. Du darfst überall in der Stadt offen mit Waffen rumlaufen, Pistolen, Schnellfeuergewehre, Messer. Aber es gibt eine Zone rund um Stubu, da darfst du keine Waffe haben. Du musst vorher so einen großen Waffenbehälter abgeben und kriegst so ein Schildchen dran, hinterher darfst du die mit rausnehmen, aber darfst du nicht mit der Waffe ins Stubu gehen, darfst du nicht. Weil es hat da ein paar unglückliche Messerstecher reingegeben, es waren Unfälle, die das sind ist also mehr und so mehr. Ah, du bist so süß. Danke. Du, Michael, bringst du mir bitte eine Cola? weil du hast einen dicken Arsch bekommen über die letzten 7 Sendungen. Das ist ganz gut, weil der Michael hat wahnsinnig Zellulitis bekommen. Die Hose sieht nur so faltig aus, weil die liegt eigentlich eng an. Das sind Leggings, aber die sieht sehr faltig aus. Wollen wir kurz mal dicker anstimmen? Von Wässerwagen? Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin. Denn Dicksein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dürrer Hering bin. Denn dünn bedeutet frei zu sein. Mit Dicken macht man gerne Späße, Dicke haben Atemnot. Für Dicke gibt's nichts anzuziehen, Dicke sind zu dick zum Fliehen. Dicke haben schrecklich dicke Beine, Dicke haben Doppelkinn. Ja. Und Dicke schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen in sich rinnen. Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin, denn Dicksein ist eine Quälerei. Aber weißt du, es kommt eigentlich auf die inneren Werte an. Es kommt eigentlich auf die inneren Werte an. Außer wenn man fett ist. Nein, das stimmt nicht. Wir haben sehr viele dicke Zuhörer. Menschen, die zu dick sind, um das Haus zu verlassen, die diese Sendung als einzige Informationsquelle, als einzigen Kontakt zur Außenwelt haben. Mhm. Was ein riesiges Problem ist, in meiner Heimat in Bremen, Fieder. Kennst du Fieder? Nein. Das sind Menschen, die haben einen Fetisch, die füttern ihren Partner. Okay. Das ist eine normale Beziehung, die fangen normal an. Und irgendwann fängt einer an, ganz exzessiv zu kochen und der andere ganz exzessiv zu essen. Und der eine füttert den anderen so dick, dass er nicht mehr ohne die Hilfe der Feuerwehr aus der Wohnung geholt werden kann. Er kriegt das gar nicht mit und denkt, das ist selbstverständlich. Ich weiß auch nicht, warum er so dick wird. Ne? Ist es nicht so, dass sie das gar nicht merken?
Nee, aber es hat auch einen sexuellen Reiz für denjenigen, der den anderen füttert, aber auch einen sexuellen Reiz für denjenigen, der gefüttert wird. Es ist eine ganz kranke, bizarre Sache, aber es ist so eine Bremer Spezialität. Sowas wie Klaben oder gibt halt oder was es halt in Bremen noch so gibt. Ich weiß gar nicht, ob so viel Dicke in Bremen geht. Eigentlich sind die alle sehr körperbewusst. Ja, man sieht die halt nicht, weil die nicht aus den Wohnungen rauskommen. Und das sind ja so kleine holländische Häuser hier, weißt du? Das ist ja auch und von der genau ein Dicker drin. So. Und der ist exakt, das sind noch keine Häuser, sondern die sind eng anliegend. Das ist eng anliegend. Und das ist immer ein Dicker pro Haus. Ne? Ja, und die sind oben dreieckig und in der Mitte sind die quadratisch. Und dann kommt man da nicht mehr raus. Ne? Ja, das Thema heute ist, meine Heimat ist die schönste. Wir reden gerade über Bremen. Deine Heimat ist ja Hamburg, aber jetzt Berlin. Aber heute Bremen. Heute Abend ist Bremen meine Heimat. Oh. Das ist der billige Applaus. Du kommst jetzt aus Berlin-Kreuzberg hierher. Das ist, das ist ein Stadtteil von Berlin. Ja, genau. Gehört jetzt auch zur Türkei. Genau. Das muss man auch so sagen. Der wurde aber mittlerweile von Baden-Württemberg und aus der Stuttgarter Region abgekauft, der Türkei. Kommen da gerade Feuerwehrleute an Bord oder ist das irgendwie die DLRG? Wer kommt da gerade? Sind gerade Leute an Bord? Das ist ein Dicker, der jetzt kommt sich beschweren. Ach, deswegen, das erklärt die leichte Schlagseite. 0880, 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line und wir sind, ich muss es mal endlich mal kurz ins Internet gucken. Ja, mach mal. Soll ich was erzählen über Heimatgefühle? Ja, was du für Gefühle zu Kreuzberg hast? Es ist ja ein wahnsinnig schöner, quirliger Ort, an dem eine Menge passiert. Ja, es ist wahnsinnig anstrengend im Sommer. Sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind, sind hysterische Spanier mit Flipflops auf der Straße und wollen Party feiern. Es ist ein spanischer Bezirk geworden, tatsächlich, Kreuzberg. Und es ist nicht mehr so, wie das damals war, als ich da noch gar nicht gelebt habe. Also, ich weiß es nicht. Ich fühle mich da wohl. Die Miete, ich habe eine Wohnung, die halbwegs günstig ist. Die Leute sind nett zu mir, labern mich nicht voll. Nur die Touris fragen immer, ob sie Fotos machen können mit einem. Jetzt habe ich von Jerry Seinfeld, ich habe ein Interview gesehen, einen Trick, den kann ich verraten, für Leute, die keinen Bock auf Fotos haben. Wenn jemand mich fragt, ob er mit mir ein Foto machen will, das passiert ab und zu. Ich spiel's mal kurz durch. Ja. Ey, Olli! Lass mal Lütten trinken! Rangeln! Ey, Olli! Olli, was da geil, Alter. Können wir mal ein Foto machen? Und dann sag ich, würdest du stattdessen statt einem Foto ein nettes Hallo akzeptieren und gebe ihm die Hand? Und dann gibt er mir die Hand. Und dann bin ich raus und sagt tschüss. Und dann sagt er, ja, ich will ein Foto machen. Sag ich, nee, ich habe doch gesagt, stattdessen ein nettes Hallo. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben. Und dann gehe ich schnell. Aber lässt das nicht Leute so unbefriedigt zurück? Du bist doch eigentlich ein Dienstleister. Du bist ein Typ für die Fans. Du bist einer, der seinen Job noch wahrnimmt. Ja, ich finde das mit den Fotos wahnsinnig anstrengend, weil diese Scheißkameras jetzt überall so. Aber ich will auch nicht darüber. Das sind ja Luxusleiden. Das darüber rumzuquengeln wäre auch peinlich von mir. Ja, es gibt wirklich anstrengendere Jobs. Absolut. Du kommst eigentlich aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Das ist meine Heimat. Ich lebe jetzt seit 10 Jahren fast in Berlin. Was mir tierisch auf die Eier geht, warum ich in Bremen und in Hamburg jeweils Fußball erwähne, weil die so fußballmäßig verfeindet sind. Dabei. Oh, was? Ich glaube, die Frau hat einen Bart, der gerade am Mikrofon ist. Ein langgeraschelt ist. Ich finde das mega anstrengend, dass man, wenn man in Bremen zum Beispiel sagt, man findet HSV gut, alle so. Und genauso aber, wenn man sagt, Bremen ist gar nicht so schlecht, in Hamburg alle so, Alter, Bremen, hau ab damit und so. Das ist nur am Fußball so. Ich glaube, wenn Fußball nicht wäre, würde es zwischen Bremen und Hamburg gar keinen Konkurrenzkampf geben. Wie siehst du das? Also ich finde, dass Bremen eine wunderschöne Stadt ist. Finde ich auch. Die zeigt mir jedes Mal, wenn ich herkomme, immer wieder, wie stolz ich sein kann, Hamburgerin zu sein. Wie oft ich schon auf Klo in der Capri-Bar gebrochen habe, wirklich. Und dann kam wirklich, und der Kellner hat dann noch den Kopf wieder aus der Schüssel hochgezogen, meinte, Olli, jetzt ist Feierabend, geh nach Hause. Wirklich, es war immer nett hier. Aber sobald dieser scheiß Fußball irgendwie ins Spiel kommt, fangen alle an, HSV, ja, ihr wollt ja schon lange nicht mehr vor. Und so, umgekehrt, diese Kacke. Ich finde Fußball, 3 Jahre Fußballverbot in ganz Deutschland, damit die Menschen wieder näher zusammenrücken. Wirklich. Immer. Das wäre doch mal eine gute Sache, oder? Auch hergekommen jetzt. Also ich möchte Frieden stiften. Du hast so einen Kranz, du hast so einen Heiligenschein. Ja, ich habe auch einen Meinungsverstärker. Das liegt daran, dass ich noch 5 Minuten Geburtstag habe. Ach, guck mal. Hey, aber ey, ganz kurz, wie heißt du denn, wenn ich fragen darf? Ich heiße Dorte. Dorte? Haben deine Eltern für das Öl kein Geld gehabt? Nein, meine Eltern sind sehr arme Leute. Das passte leider nicht mehr. Oh, tut mir leid. Dann schenke ich dir heute die beiden Punkte übers O. Oh, das ist so schön. Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Dorte. Zum Geburtstag viel Glück. Vielen Dank. Ich bin absolut gerührt. Zum
Vielen Dank. Sendung heute. Wir reden über Heimat, ein sehr emotionales Thema. Und wenn ihr anrufen mögt, 0880 5x5. Jetzt müssen wir mal kurz den Jan aus Wuppertal in die Leitung nehmen. Er ist 20 Jahre alt, kommt aus Wuppertal. Ich liebe Call-In-Sendungen. Ja, ist doch toll, oder? Weil wenn es ein bisschen langweilig wird mit echten Menschen, dann fängt man einfach an, mit den Anrufern zu reden. Ich habe einen Anrufer aufgezeichnet, der kommt gleich auch noch. Wirklich? Nein, Quatsch. Nein. Hey Jan, du kommst aus Wuppertal, bist 20 Jahre alt. Perfekte Kombination für einen... Für einen Gayboy. Für einen super Abend. Für ein aufregendes Leben. Ja, ein aufregendes Leben führen wir auf jeden Fall in Wuppertal. Ja, Schwebebahn. Da ist mal ein Elefant rausgefallen. Somit Elefant aus der Schwebebahn gefallen, somit ist alles erzählt, was wir über Wuppertal wissen. Und dass ihr seit kurzem kein Schauspielhaus mehr habt, aber dafür irgendwie 8 McDonald's und 730 Burger Kings. Du hast recht, Emma, aber ich sehe, du bist tagespolitisch auf dem neuesten Stand, denn erst gestern ist das Schauspielhaus weggefallen. Wie weißt du das denn? Warst du dabei? Wie, was heißt denn weggefallen? Das ist einfach umgekippt und dann, also es gibt's nicht mehr. Was bist du jetzt drin? Ein Apple Store. Also direkt neben dem Kino Cinemax und wahrscheinlich waren die ganzen Hangover-Filme cooler als jedes Pina Bausch-Theater, sodass das jetzt weggefallen ist. Leider. Aber hat denn die legendäre Pina Bausch auch im Schauspielhaus in Wuppertal getanzt? Ja, kann sie aber nicht mehr. Aber sie lebt ja nicht mehr. Aber ich habe kürzlich den Film, hast du den gesehen? Pina von Wim Wenders? Nein, noch nicht. Wahnsinnig beschissen. Ich finde, Film ist sowieso scheiße. Ein wahnsinnig beschissener Film, ein unglaublich beschissener. Ich habe gedacht, ich tue mir jetzt irgendwie mal Kultur an, aber ich habe es wirklich kaum ausgehalten. Es wurde ja nur getanzt. Ich war mal als Wuppertaler in New York, in der großen, wirklich New York-Stadt. Und da haben Leute Wuppertal mit Pina Bausch verbunden. Also wir können auch unsere Heimat international durch solche Kultur vermarkten, was ja auch nicht jeder kann. Ja, und Tanzen ist jetzt ja angesagt. Got to Dance ist ja sehr, en vogue. Guckst du auch Got to Dance, Olli? Ich hasse Musical-Scheiße. Got to Dance, das ist so eine Tanzshow auf Pro7. Der Sender mit dem Ständer, Pro7? Ja, das ist der Sender, wo du habe ich noch nicht gesehen. Leider ja, nicht. Ist eine sehr, sehr gute Sendung. Läuft die nicht auf Sat.1, die Sendung? Auch auf Pro7 und Sat.1. Die ist so gut, dass sie auf zwei Sendern läuft. Ja, und auf Kabel 1 auch. Genau wie die Late Line läuft auf sechs Sendern. Und auf 6 läuft der Sender, ist glaube ich auch. Eine Zusammenfassung. Ich finde auch Musicals so ätzend. Das hasse ich an Hamburg, dass immer mehr Musicals da entstehen. Und jetzt bauen sie neben dem König der Löwen-Zelt noch ein Zelt, noch ein Musical-Zelt hin. Was kommt denn da rein? Grease oder... Hamburg, eine Stadt, gibt auf, das Musical. Keine Ahnung, wirklich. Elbphilharmonie, das Musical. Also wirklich, diese Musical-Scheiße nervt mich. Ich finde auch Musical so dumm, weil ich finde, man sollte seine Gedanken nicht singen. Der singt sich, ich denke, du fehlst mir, du bist mein Kind. Und er so, du bist mein Vater, du fliegst davon, du bist nämlich ein Vogel. Und das ist so dumm einfach, das mag ich überhaupt nicht. Wird es um mich dunkel, wird es in mir still. Sehe ich ein Licht leuchten in der Ferne. Hey, kleiner Fratz auf dem Kinderrad. Mit dem Kindermund. Du bist ein kleiner Junge im Körper eines alten Mannes. Du heißt Jan Böhmermann. Und ich fass dich an. Ich mach dich heute Nacht zu meiner Eisprinzessin. Du wirst mein morgen Gefühl. Ganz komisch gehen, aber meine Liebe versteht. Mein Gefühl ist so groß, ich kann es nur singen. Oh, oh. Bremen auf dem Schiff. Oh, 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 oh. Ich wünschte, ich hätte Rollschuh an, dann würde ich hier fahren. Verkleidet als ICE oder TGW. Wir haben uns geliebt auf der MS Göring. In Bremen. Oh, Göring war kein guter Mann. Er war privat zwar ganz nett, aber beruflich ein Arsch. Er war zwar der sympathischste Führer der Nazi-Partei. Er ist Mensch geblieben, ja. Hat sich in Wäldern rumgetrieben. Trotz des Erfolgs, des politischen Erfolgs, er war down to earth. Er hat Methadon in die Füße gespritzt. Und er hat sich fast bis zum Schluss einem rechtsstaatlichen Verfahren gestellt. Aber am Ende hat er doch keinen Bock aufs Urteil gehabt. War so. History Musical. Und dein Name ist Guido Knopf und Jan Böhmermann. Okay. Ja, why not? Yeah, why not? History Musical, why not? Ja. Du, ich soll dich ganz kurz mal fragen, Twitter, wir müssen mal Twitter ganz kurz hier einbeziehen. Ich habe keinen Twitter. Ja, aber die Twitter-Community fragt, seit wann du färbst. Ja,
Hier, Claudio, Geisterstadt 87 fragt, frag mal Olli, seit wann er färbt. Seit wann was denn, die Füße oder was? Ja, und es sind keine Schuhe, es sind einfach gefärbt, Ollis Füße gefärbt. Was färbe ich denn? Ich weiß nicht. Deine Haare sehen nicht, die sehen sehr natürlich aus. Die sind schon immer grau gewesen. Ja, ich habe meine Haare grau gefärbt und meine Eltern. Um Jugendlicher rüberzukommen. Die sind kürzer, aber sie sind leider immer noch so grau, wie sie leider schon vor 10 Jahren waren, weil ich viel Stress kohlemäßig schon immer hatte. Und das ja, nicht so gut aber Olli, das müssen wir vielleicht mal sagen. Kohlemäßig läuft es ja seit einiger Zeit wirklich sehr, sehr es gut läuft für dich. Sehr gut. Ich lebe den amerikanischen Traum. Leider in Deutschland, wo die Steuern. Kaum verdient man Geld, kommt die Steuer und sagt, das gönnen wir Ihnen aber nicht, Herr Schulz. Nee, aber das haben wir uns vorhin immer im Vorgespräch darüber unterhalten, ja, genau. Dass wir beide sehr ehrliche Steuerzahler sind und gerne Geld geben für die Allgemeinheit. Und dass auch Leute, also es gibt nichts Schlimmeres, als bei Steuern zu mogeln. Das ist auch Wahnsinn, den Ehrgeiz hätte ich gar nicht. Nee, ich habe auch keinen Bock, in den Knast zu gehen. Weil wir würden garantiert in den Knast gehen. Wenn du 8 Millionen veruntreust und irgendeine Würstchenfabrik in Nürnberg hast und einen FC Bayern managst, dann gehst du nicht in den Knast. Aber wir würden sofort weg vom Fenster sein. Weil wir nämlich Künstler sind, politische Künstler, die den Mächtigen mal die Maske vom Gesicht reißen. Absolut, so eine Typen sind wir. Und den Spiegel vor den Arsch halten. Ja. Damit die nämlich, und solche Leute werden nämlich weggesperrt, weil wir politisch gefährdet sind. Soll ich einen versauten Knastwitz erzählen? Ja, gerne. Ja, also da ist ein Mann zum ersten Mal im Knast. Ne? Und der muss unbedingt ins Gefängnis und will aber nicht. Und dann geht er zum ersten Mal in die Duschkabine und duscht zum ersten Mal. Und dann hat er schon voll Angst. Und dann kommt so ein Typ rein, derbe, tätowiert, dicke Arme und meint, heute bist du fällig, mein Freund, du bist neu hier, ne? Du wirst jetzt eingeritten. Und dann meint er, oh nein, hat voll Angst. Und dann meint er, du kannst ja aussuchen, mit Spucke oder ohne Spucke. Und dann überlegt er so und denkt sich, ah, mit Spucke tut nicht so weh. Und meint, ja, mit Spucke. Meint der Typ, ja, Moment, Spucke, komm mal kurz, der Neue will ein Dreier. Das ist nicht schlecht. Ich muss ganz kurz mal Udo. Können wir ganz kurz mal in die Sendung, Udo, kannst du vielleicht mir mal einen ganz kurzen Gefallen tun? Kannst du mal bitte mit deiner Kamera auf meinen Laptop kurz filmen? Wir haben ein Foto von Edward Snowden da auf dem Laptop. Siehst du das, Olli? Ist er das? Der färbt! Das ist Edward Snowden, das ist der Whistleblower, das ist der weltweit beliebteste Flötist der Welt. Edward Snowden. Und jetzt pass mal auf, jetzt gehst du mit deiner Kamera. Darf ich deine Kamera kurz mal bedienen? Pass mal auf. Willst du sie mitnehmen? Soll ich aus dem Bild gehen? Nee, bleib drin. Ich will den Gag auch wissen. Geht das? Stimmt. Verdammt. Olli, wir können das jetzt den Leuten im Radio, müssen wir das erklären. Ich fessel ihn im Rettungsring. Wir haben Edward Snowden im Publikum, er sitzt. Das ist clever. Weißt du, das ist nämlich, das ist versteckt. Also, wir müssen das kurz erklären. Es kann sein, dass wir Edward Snowden, den Whistleblower, den NSA-Whistleblower, der versteckt sich da, wo man ihn am wenigsten vermutet, dass wir ihn heute hier im Publikum haben. Er sitzt hier auf dem Schiff, Olli, er sitzt in Reihe 1. Ja, ich bin heimlich eingereist. Gefälschten Legoland-Führerschein. Er hat sich getarnt. Er hat normalerweise hat er so einen Jungen von der Lippe Klodeckelbart, aber er hat heute einen Vollbart. Ich glaube, Edward Snowden sitzt bei uns. Es war ein langer Weg aus Russland, ein langer Weg. Was machen wir denn? Was machen einfach wir jetzt? Weiter moderieren. Ja, wir müssen einfach. Und die GSG 9 anrufen. Warte. Schön alle dicht halten. Warte, ich gehe mal ganz kurz eben. Er ist es doch, oder? Ich sehe ja nicht, was auf dem Monitor abgeht, aber ein Mann, der genauso aussieht wie du, ist auf dem Monitor. Offensichtlich. Jetzt ist das aber, jetzt wo er die Brille abnimmt, ist das, erkenne ich ihn nicht mehr. Aber ich würde sagen, das ist wirklich der Snowden, ne? Das ist voll der Player-Typ, oder? Er sieht voll gut aus. Er sieht gut aus und er ist erfolgreich. Er sieht jetzt schon aus wie seine eigene Verfilmung. Ja, er könnte sich selber spielen. Aber es ist ein scheiß Schicksal, ne? Der ist jetzt quasi völlig, er ist staatenlos. Er weiß nicht mehr, er sitzt in Moskau am Flughafen, im Transitbereich seit einer Woche. Was machst du denn da auch im Transitbereich? Da kannst du irgendwie auf der Toilette rumhängen oder beim Burger King. Oder wie heißt Burger King in Russland? Nicht ganz so vielen Rechten ausgestatteten Burger King. Ja. Weil wegen Burger. Ja, gut, gutes Wortspiel. Aber also Burger halt Burger King, sondern Burger okay, Slave vielleicht. Ja. Oder Putin King. Besser. Naja. Putin King. haben wir noch den Typen an der Leitung, der gerade... Jan, Hallöchen, ich grüße euch. Du hast jetzt vielleicht mehr Zugriff zum Internet. Kannst du mal kurz googeln, ob das eventuell wirklich sein kann, dass Edward Snowden bei uns in Reihe 1 sitzt? Nee, Edward Snowden ist in Wuppertal. Er ist in Wuppertal. Der ist gerade aus der Schwebebahn gefallen. Mit einem Elefanten auf dem Rücken.
Warum ist Edwards nur in Wuppertal? Weil er dann gar nicht auffällt, weil wir sind so hochgeistig intelligente Menschen, wir können alle die NSA bestehlen, weil wir so ein gutes Bildungssystem haben. Weil ihr vor allem kein Schauspielhaus mehr habt. Was immer, Städte ohne Theater ist immer ein Zeichen dafür, dass die Menschen sehr, sehr schlau sind und kulturell interessiert. Darf ich eine Frage stellen? Ganz kurz, stopp mal eben, Jan. Olli möchte eine Frage stellen. Also, gibt es eigentlich eine, gibt es auch eine tiefsinnige Gesprächsführung oder? Doch, gibt es, aber nicht in dieser Sendung leider. Ach so, okay. Doch, ich habe nämlich auf radiobremen.de gelesen. Aber warum meldet man sich, wenn man über Heimat reden soll, wenn man aus Göttingen oder Wuppertal kommt? Das ist da ist jemandem die Kontaktlinse rausgefallen. Ich bin auch da. Wuppertal. Bist du stolz auf Wuppertal? Zum Identifizieren, wirklich. Zum Desidentifizieren, ja. Identifizieren. Würdest du sagen, ich bin stolz, ein Wuppertaler zu sein? Also ich sage ja immer, home is where the heart is. Yes. Deswegen ist gerade mein Home auf eurem Schiff auf der Weser. Aber natürlich ist insgesamt Wuppertal meine liebste Heimat. Denn wir haben eine große Abwechslung. Wir haben Tal und Berg. Wir haben wirklich Schatten und Beton, aber auch viel Grün. Ja? Und man muss sagen, dass die Menschen nicht wie in Göttingen, die studieren kein Maschinenbau hier, sondern sie sind halt sehr glücklich, weil wir halt sehr einfach gestrickt sind. Und das macht uns so besonders. Und ist, wenn man was erleben möchte, ist Köln nicht weit. Man kann mal nach Düsseldorf fahren, nach Bochum. Zum Starlight Express. Ne? Herbert Grönemeyer hat ein schönes Lied drüber gemacht, sowas haben wir nicht. Aber man kann auch bei uns schöne Sachen machen. Wir haben abends haben wir Billardcafés, man kann bei uns Kaffee trinken, bis spät in die Nacht, weil eine McDonalds, wir haben ja 700 Stück, hast du ja gerade gesagt, die haben immer offen. Kann man bei euch auch ins Theater gehen eigentlich? Nee, Theater ist nicht mehr so gut. Wir haben in Kronenberg, Wuppertal-Kronenberg, das ist sowas wie, wie soll ich sagen, das die Boomtown in Wuppertal, da haben wir ein kleines Theater, das Theater in Kronberg. Ah, und da laden wir immer oft ein und da kommen ganz tolle Sachen. Nee, wir müssen uns, Olli, du kannst nicht auf der einen Seite hier eine ernsthafte Gesprächsführung einfordern. Ja, das ist so langweilig gerade. Ich langweile mich voll. Hörst du das, Jan? Tommy, ich denke gerade an ganz andere Sachen gerade, wirklich. Ich mache mich normalerweise nicht zur Bitch vom Gast, aber... Das ist so langweilig gerade. Wenn das jetzt, was du erzählst, Wuppertal sein soll, dann würde ich mir überlegen, ob ihr euch nicht einer anderen Stadt anschließen solltet. Ganz ehrlich, nicht bös gemeint, aber dann versucht doch mal irgendwie Asyl in Bochum zu kriegen. Weil ich mache seit 15 Jahren Musik und ich habe überall gespielt, in jedem Club, in jeder Scheißstadt, aber noch nie in Wuppertal, wirklich. Ich weiß auch nicht, wieso. Die Stachel zu füllen, die ist nämlich für 1000 Euro. Weil du es nicht schaffst, die Stadthalle zu füllen. Ja, okay, sorry, dann habt ihr halt lebenslang Mario Barth da nur. Das ist die Strafe. Leg auf jetzt. Jan, ich muss leider auflegen, aber auch weil wir die Leitung freimachen müssen. Tschüss, Jan, Kuss auf die Eichel. Tschüss. Ja, tschüss. 0880, 5x5. Das ist die Telefonnummer der Late Line. Das Thema heute ist: Meine Heimat ist die schönste. Wir befinden uns in Bremen auf einem Schiff. Only God knows. Ganz ehrlich, Jan, du weißt, dass ich dich als Kollege sehr schätze, aber da musst du härter werden. Ich würde mich nicht 5 Minuten dieser wertvollen, tollen Sendezeit, wenn dir einer hier irgendwie erzählen will, was Wuppertal zu bieten hat, und nach 3 Sätzen schlafen dir die Füße ein, da musst du rigoros sein und sagen... Aber das ist der Unterschied, seit du beim Privatfernsehen bist. Ich bin unruhig, immer schon gewesen, wenn mich einer langweilt, dann muss ich irgendwie weiter. Warst du so Street, da hast du auf die Gefühle der Menschen Rücksicht genommen, aber seit du durch dieses Geld versaut bist, weißt du, immer Geld macht Künstler... Das hat damit nichts zu tun. Ich habe meine begrenzte Lebenszeit. Ich kann nicht mir anhören, was in Wuppertal interessant ist, weil ich sowieso nie der einfahre. Und so. Das geht nicht. Meine Zeit ist kostbar. Aber das ist bei uns allen die Bremen. Guck mal, hier war nicht einer, der gerade dachte, ja, Wuppertal, da fahr ich mal hin jetzt. Also wirklich. Wo ist der Olli? Aber wo ist der Olli Schulz, den ich so schätzen und lieben gelernt habe? Der Olli Schulz, der auf die Gefühle der Menschen Rücksicht genommen hat, der auch mal gefragt hat, wie geht's dir? Der ist doch noch da, wie geht's dir? Nein, der ist hinter so einer toten Massenartigen. Nein. Du bist nicht mehr. Das stimmt nicht. Olli, du bist nicht mehr in dir drin. Olli, komm raus! Gib Olli frei! Du Monster! Gib Olli frei! Da bin ich. Du bist nicht mehr da, Olli. Olli ist nicht mehr da. Olli ist nicht mehr da. Olli ist nicht mehr da. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein sein und riefst bei mir an. Wir waren bloß Freunde und wollten es auch bleiben. Hat nicht gern gedacht, dass was passieren kann. Ich weiß nicht wie ewig, wir zwei uns schon kennen. Meine Eltern sind mit meinen damals Segeln gefahren. Ich wusste, wie dein Haar riecht und die silberne Spange. Hab ich doch beim Tanzen schon so oft berührt. Jetzt ist alles neu. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Und ich hab's schon gemacht.
Herzlich willkommen beim offenen Kanal Bremen. Wir sind's. Ihre Impro-Entertainer. Wir können zwar nichts, aber hey, hält uns das davon ab, eine Unterhaltungsshow zu moderieren? Nein! Und sind wir die Einzigen? Ich wollte heute auf Alkohol verzichten. Änderung im Programm gerade mal ganz kurz. Falls es was gibt mit Alkohol, ich wäre dabei. Du, nee, die Scheiße nicht. Das ist warm außerdem. Das Glum schmeckt am besten handwarm. Ich habe dir meine Telefonnummer auf die Dose geschrieben. Könnte ich vielleicht in der Zwischenzeit ein Taschentuch haben? Ich komme nämlich direkt von der Mundschau mit Harald Glückler. In Berlin ist übrigens gerade Fascho Week. Echt? Ja, ja, ich weiß, genau. Wie heißt er nochmal? Nee, danke. Mit Thor Steiner und Lonsdale am Brandenburger Tor. Fascho Week, da wird einfach mal... In der Bahn war heute einer mit dem Thor Steiner Shirt. Und ich habe mir nicht getraut, den anzusprechen. Ich wollte ja sagen, warum trägst du eine Scheiße? Aber der hat Arme gehabt und Hände wie Klodeckel. Und ich habe gedacht, wenn ich den jetzt frage, der haut mich sofort um. Das ist das Blöde an Nazis. Man möchte Sie öfter darauf hinweisen, dass Ihre politische Einstellung scheiße ist. Aber sind aber leider gewaltbereit. Ja, dann sind sie gewaltbereit und stärker als man selber, weil die halt statt Intelligenz mehr so körperlich sich orientieren. Und da dann so Bodybuilding machen und so. Ja. Dumm, schade, hey, für ganz schade für uns. Schade für uns. Ja, was? Etwas Taschentuch wieder. Du willst das Taschentuch wieder? Ja, kriegst du gleich. Können wir noch Anrufer rannehmen? Ja, wir nehmen mal ganz kurz einen Anrufer dran. Wir haben jetzt zwei Anrufer. Ich gehe jetzt mal kurz in diese mentale, dass wir wirklich ein ernstes Gespräch jetzt mal führen. Ja. Wollen wir ein ernstes Gespräch führen? Ja, komm. Was bedeutet Heimat? Definition von Heimat. Der nächste Anrufer. Ich glaube, was ganz, kurz, Heimat ganz kurz, ich höre gerade so ein Rauschen, so ein Grummeln in der Ferne. Es kann sein, dass eine gigantische Flutwelle auf uns zurollt. Aber es ist doch schön, dass wir in so einem ehrenwerten Moment vom Wasser verschluckt werden, wo wir gerade überlegt Martin haben, Martin Semmelrogge, der übt noch mal für das Boot gerade. Ja, genau. Wird übrigens heute erwartet, der junge Herbert Grönemeyer kommt, der mittelalte Uwe Ochsenknecht und der alte Martin Semmelrogge kommen. Und Jürgen Prochnow? Jürgen Prochnow kommt leider nicht, der hat eine Verpflichtung, der ist bei Got to Dance. Er hat eine Choreo einstudiert und muss üben. Jürgen Prochnow bei Got to Dance. Das ist schon die richtige Musik. Wir haben jetzt eine ernste Phase, wo wir ein bisschen, wir sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei der ARD. Ja. Wo wir so ein kleines bisschen mal runterkommen müssen und jetzt mal ein ernstes Gespräch führen wollen. Über die einsame 0800, Moderatoren 0880, warten auf deinen Anruf. Ruf sofort die fünf. An, für sofort. Wir sind The Domian Twins. die beiden Jürgens und der Valentin, 18 Jahre alt, aus München. Und der oder die Eike, wir werden es gleich an der Stimme hören, aus in Bayreuth lebend, sind beide in der Leitung 2. Bayern, muss man leider sagen. Es gibt wirklich leider Menschen, die das Schicksal hart getroffen hat. Menschen aus Bayern. Ja, falsch. Schon mal komplett falsch. Also. Ich muss erst mal eine Lanze brechen. Ich bin Damon Horster. Hey! Jeder zweite in Damon Horst hatte schon mal was mit Sarah Connor. Warst du schon bei? Hallo, liebe Anwälte von Sarah Connor. Dieser Mann heißt Olli Schulz. Und Sie erreichen ihn CO... OlliSchulzRecords.com. Ja, genau. Nämlich, das darf man, glaube ich, nicht sagen. Jeder zweite in dem Haus hat was mit Sarah Connor. Sagt man! Jeder zweite hat schon mal irgendwie zum Beispiel beruflich, zum Beispiel wenn die einkaufen geht oder so, dann. Hat schon mal was beruflich mit ihr zu tun gehabt. Hat schon mal Geld von ihr. Jeder zweite in dem Haus hat ihr schon mal Geld gegeben für eine Dienstleistung, die sie. Zum Beispiel auf einem Konzert. Genau. Peter hat eine Zeit lang in der Reha-Klinik in Delmenhorst gearbeitet. Die Mülleimer geleert mit allen Spritzen und dann sich da abends was draus gekocht. Und du hast Sarah Connor da auch mal kennen und lieben gelernt. Sie ist eine wahnsinnig herzliche Person. Und schade, dass sie nach Wildeshausen jetzt nach Berlin gezogen ist. In diese quirlige Stadt, weg aus Delmenhorst. Pete, are you listening? No, you're not listening. Hört nicht zu. Also jetzt Eike und Valentin. Seid ihr beide Hallo. Da? Also wer war jetzt aus Delmenhorst? Ist Eike, also ne? Eike ist aus Delmenhorst und gerade wohnhaft in Bayreuth. Übrigens, oh! Ja. Und Valentin? Valentin aus München, wohnhaft in München. Gut. Olli, dein Anspruch war ein ernsthaftes Gespräch. Ja. It's your turn. Ich gehe mal kurz ins Netz hier nebenbei. Eike? Ja. Ich möchte, dass du mich kurz mal anguckst in der Kamera. Komm näher. Alles klar, ja. Heimat, was bedeutet... das Mikrofon runtergefallen. Ja. Das ist, ich halte das Mikrofon. Was bedeutet für dich Heimat? Was sind Heimatgefühle? Und hat Heimatgefühl die gleiche Identifikation wie Nationalstolz in deinen Gefühlen? Nicht so ganz. Also erstmal muss ich sagen, wir haben tierisches Delay, weil bis das Fernsehsignal hier in Bayreuth... Klasse, dann lassen wir das jetzt lieber bleiben. Alles Gute. Das war ein tolles Gespräch. Und ich wünsche dir viel Spaß in Bayreuth. Junge, komm bald wieder. Ich bin auf dem Weg. Na?
Und ich würde sagen, wir schalten um. Wir schalten jetzt um zu ZDF Neo. Die machen ab sofort für uns komplett weiter. Wir sind raus. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Valentin, du bist noch da, ne? Ich bin sicherlich da, ja, klar. Ja, Valentin, guck, ich möchte, dass du mal in die Kamera guckst. Was bedeutet für dich Heimat? Ist Heimat gleichzusetzen mit einem Stolz auf die Herkunft, wo man herkommt, Nationalgefühl? Kann man das alles unter einem Hut bringen oder geht es gar nicht? Vor allem, wenn man in diesem schwierigen Land lebt. Also erstmal, Bayern ist kein schwieriges Land. Und ja, ich finde, Heimat ist da, wo ich mich zu Hause fühle. Ich glaube, wir haben tierisches Delay. Ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Das war ein tolles Gespräch. 0800, 80, 5 mal die 5. 0800, 80, 5 mal die 5. Ich muss mal ganz kurz, dass der Martin... Kleinen Applaus für den Martin, das ist unser Bufti. Martin, der macht den Ton heute. Der Martin ist tagsüber Intendant von Radio Bremen, abends macht er den Ton. Und er arbeitet auch als Limbo-Tänzer, habe ich gehört. Der ist auch Limbo-Tänzer. Er bringt seine eigene Limbo-Stange mit immer zum Tanzen. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer der Late Line. Zu Gast heute ist Olli Schulz. Schön, dass du da bist. Wir haben gleich im Hotel noch eine riesige Sexparty. Ja. Keine Frauen eingeladen. Heute keine Frauen erlaubt. Nur wir zwei. Eine riesen Sexparty. Mein Zimmer ist 448 und deins? 441. Meins ist 548 und deins 441. Das ist ein Arschloch. Aber in welchem Hotel? In einem Hotel in Delmenhorst. Im Ibis in Delmenhorst. Im Ibis übrigens, war ich im Ibis vor den Toren Paris. Ja. Das einzige Hotel, was ich mir leisten konnte damals. Als ich noch die Late Line im Radio moderiert habe, sehr wenig Geld bekommen. Und da konnte ich mir nur Ibis-Hotels außerhalb von Paris leisten. Und da war die Kabine, die Duschkabine, das war komplett aus einem Guss. Das war einfach, man konnte es hinterher mit einem Schlauch einfach sauber machen, habe ich auch gehabt. Wo man mit dem Schlauch reingeht. Es war auch egal, ob du in die Dusche gepinkelt hast, ins Waschbecken oder irgendwie wirklich ins Pissoir. Das konntest du alles, war alles eins. Ich habe jahrelang nur in solchen Hotels gewohnt, als ich als Musiker gar keinen Erfolg hatte. Und dann habe ich irgendwann mal gejobbt für die Harald-Schmidt-Show in Berlin. Da war so live Harald Schmidt in den 90ern. Da habe ich gearbeitet. Und da haben die mir versehentlich ein Fünf-Sterne-Hotel gegeben. Und das ganze Zimmer war mit Glasscheiben, kein Witz, getrennt. Das Klo, du konntest alles sehen. Oh. Und dann konnte man draufdrücken auf so eine Scheibe. Und dann wurde das Ganze, dann wurde die milchig. So eine ganze, und dann habe ich die halbe Stunde, ich so, Milchglas an, Milchglas aus. Milchglas an, Milchglas aus. Ich war so begeistert davon. Ich weiß nicht mehr, welches Hotel das in Berlin war. Wenn mir einer helfen kann, ruf sofort an. Kann es sein? 0880 55 555. Nein, du musst sagen 0880 5 mal die 5. 5 mal die 5. So, wir haben jetzt in der Leitung die Annika, sie ist 24 Jahre alt und sie ruft an aus Schottland. Schottland, ja, ich liebe die Schotten. Das sind so einfache, primitive Menschen, die mit Röcken rumlaufen. Ganz toll. Und die sind so herzlich. Und dieser Akzent, dieses Charismatische. Ja. Annika, du bist 24 Jahre alt. Warum bist du in Schottland gerade? Ich studiere hier gerade. Ah, was studierst du denn? Ich studiere Klimawandel. Klimawandel studieren mit Ziel? Und wo wandelt der gerade hin? Schlecht, danke. Okay. Nicht schlecht, Olli. Sehr schlecht. Ja, aber wirklich schlecht. Nee, wie kommt man als junge, attraktive Frau in den besten Jahren auf die Idee, Klimawandel zu studieren? Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach eine Lehre zu machen? Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, ja. Mit welchem Ziel? Also was ist dann das Ende? Wird es dann auf Lehramt, kann man das ja nicht studieren, oder? Gibt's Klimawandel auf Lehramt? Nee, ich glaube nicht. Ist Schottland deine zweite Heimat geworden? Wie findest du es in Schottland? Eigentlich ist Schottland meine dritte Heimat geworden. Klasse. Welches ist denn deine zweite? Meine zweite ist Hamburg. Und die erste? Die erste ist der Westerwald. Der Westerwald, da bist du geboren im schönen Westerwald. Genau. Und dann bist du nach Hamburg gezogen und jetzt bist du in Schottland. Ja? Nicht lachen. Und möchtest du wieder zurück? Willst du wieder hierher kommen zu uns Deutschen? Ja, möchte ich. Und wie findest du so, sind das so, findest du das sind so Herz, was haben die Schotten, was die Deutschen nicht haben? Pipes. Pipes hat man gerade hier im Publikum, Pipes. Backpipes. Ach so, Backpipes. Heaven is a Backpipe. Kann man sagen, der Schotte hat einen einfacheren Blick aufs Leben als der Deutsche? Ach du Scheiße. Ich muss sagen, dass das letzte Mal in Deutschland war, fand ich, dass die Leute hier in Deutschland unheimlich mürrisch waren. Mürrisch? Ja. Ja. Also, und der Schotte hat immer so ein Lächeln ins Gesicht gezimmert, ja? Genau. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der ein paar IQ weniger hat.
möglich. Oder ein paar Promillepunkte mehr. Oder Promille mehr, das ist viel weggesoffen auch, ne? Ja, ich glaube, und ist jedes Land, in dem du lebst, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber es war gerade so, ich bin so drin gerade in diesem Fragedenk, würdest du sagen, dass jede Stadt, in der du bist, so ein bisschen deine Heimat wird, bist du so ein Typ, der sich so heimatmäßig so an, also anpassen kann, wenn du jetzt in Budapest bist? Wie so ein Chamäleon. So ein Chamäleon. Ein Heimatchamäleon. Ja. Also ja, schon. Also ich bin echt oft umgezogen. Mhm. Und irgendwie habe ich es doch immer geschafft, dann wieder eine Heimat zu finden. Klasse. Okay. Bitte kommt noch näher an den Bildschirm ran. Ich versuche immer, während du, das habe ich gelernt bei der Doppelmoderation, ja, von so Lokalsendungen. Nee, dass man, wenn man eine Doppelmoderation macht, muss ja, wenn der eine redet, der andere mal interessiert tun. Ach so, ja, stimmt. Das macht also, wenn ich rede, wenn ich jetzt zum Beispiel rede mit dir, Annika, muss der Olli auf der einen Seite an seinen Text denken, der dann kommt, wenn ich aufhöre zu reden, auf der anderen Seite muss er aber auch interessiert gucken. Er muss dich als Zuschauer und als Zuhörerin, als jemand, mit dem wir reden, mit dem Blick und mit Gestik und Mimik am Schirm halten. Er muss auf der anderen Seite aber auch unterstützen, meine Moderation unterstützen. Mir darf mir nicht in den Rücken fallen. Ja, habe ich nicht gemerkt, Küss im Mund gemacht. Und dabei muss er aber noch in seinem Kopf irgendwas singen. Und wichtig ist immer, wenn man nachdenklich ist und wenn man ein bisschen intellektuell aussehen möchte, immer eine Hand im Gesicht. Im eigenen oder auch mal beim Gesprächspartner? Wann kommst du? Ja. Wann musst du denn zurück nach Deutschland? Ja. Hä? Ende des Jahres. In 5 Jahren? Am Ende des Jahres. Ende des Jahres. Und meinst du, du wirst die Schotten ein bisschen vermissen? Du? Ich glaube schon, ja. Alles klar, war cool mit dir. 0880, 5 mal die 5. Und ich habe das Gefühl, die Gespräche werden immer besser. Bist du noch da? Ich bin noch da. Ach, gut. Hast du geknutscht schon mit dem Schotten? Nein. Warum nicht? Weil die also noch Bier aus dem Mund stinken? Ja. Komm zurück zu uns. Wir warten auf dich. Einsame Moderatoren mit Lackanzügen unter ihren normalen Kleidungsklamotten warten auf dich. Annika, ich muss mich in aller Form als Moderator der Sendung dafür entschuldigen, dass du von unserem Gast so wenig Respekt behandelt wurde. Ich finde das toll, was Annika sagt. Aber man kann es auch mal fröhlich gestalten. Du bist immer so tiefenpsychologisch. Wenn ihr ein Problem habt, dann ruft gerne an 0880 5 mal die 5. Annika, wir stellen dich jetzt mal durch zu unserem Psychologen und der gibt dir dann eine Adresse von einer Selbsthilfegruppe in Schottland. So, ich schalte mich jetzt mal raus. Das nächste Gespräch machst du alleine. Alles klar, okay? Zeig dir mal, wie das geht. Ja. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Raus jetzt. Das nächste Gespräch bin ich raus. Heute ist das Thema meine Heimat. Das nächste Ding machst jetzt du, ich bin raus. Alles klar, das ist gar kein Problem. Ich bin souverän und bin erfahren. Ich habe schon so viele Late Lines gemacht. Jetzt machst du das mal alleine. Ich habe mehr Late Lines moderiert als du, Olli. Ja, stimmt auch, hast du auch. Aber wir können ja noch mal ganz kurz erzählen, wer dich damals da reingebracht hat in diese Late Line Szene. Ja, wer denn, Olli? UFM, wer hat dich denn damals da? Wer hat dich denn, zu wem bist du als Interviewgast gekommen? Patricia Pantel. Ja, unvergessen, meine Vorgängerin ist Patricia Pantel. Danach hat irgendein psychotischer Junkie übernommen, der ein paar Wochen da sich die 50 Euro da abholen durfte. Ich habe Radio neu definiert damals. Ja, aber schade, dass diese Definition nicht so lange gehalten hat. Warum war eigentlich so schnell Schluss? Ist der Erfolg wohl zu Kopf gestiegen, wie jetzt nämlich auch? Du warst so street und du warst so off Mainstream. Und jetzt, sobald dieser Erfolg war, wie du mit der Annika eben umgegangen bist, das ist einfach scheiße, ist das. Ja. Das ist einfach scheiße. Weiß was, ich mache jetzt nichts mehr. Ich bin jetzt raus. Wenn das jetzt die böse Sache war, bin ich raus. Echt. Du wolltest auch keine Freunde mehr einladen in die Sendung, hast du mal gesagt. Wir sind keine Freunde. Oh. Jetzt nicht mehr, oder was? Wir sind Arbeitskollegen. Wir sind zusammengeschweißt worden von... Von unserem Management. Wie NSYNC und die Backstreet Boys. Wir haben uns erst kennengelernt beim ersten Choreo-Treffen. Als wir die erste Choreo gemacht haben, da haben wir uns erst gesehen. Ich bin ruhig. Ich sag nichts. Du bist dran. Nächster Anrufer. Also, du zeigst mir das mal. 0880 5 mal die 5 ist der Telefonnummer der Late Line. Mein Name ist Jan Böhmermann. Sie hören uns bei Bremen 4, UFM, Das Ding, Sputnik und Enjoy the Music. Und heute sind wir auch zugeschaltet im Fernsehen, im digital coolen Digitalkanal der ARD. Wir sind bei 1 Plus zu sehen im Digitalfernsehen. Mein Gast ist Oliver Marc Schulz. Er ist heute hier, sagt aber jetzt nichts mehr. Und das Thema heute lautet Heimat, Heimatliebe. Warum ist meine Heimat am schönsten? In der Leitung habe ich jetzt den oder die Afmo, ist der Afmo. Afmo, du bist 18 Jahre alt und du bist gebürtiger Finne. Genau, so ist es. Mhm.
Und ich komme aus dem schönen Lindau am Bodensee. Entschuldigung? Aus dem schönen Lindau am Bodensee. Ein gebürtiger Finne aus dem schönen Lindau am Bodensee. Da immer gespielt, genau. Scheiße. Ich wusste gar Wusstest du, dass, dass Finne auch ein Teil eines Wals ist? Ja, ja, das ist der letzte Teil des Wals. Ja, ja, richtig. Habe ich schon gehört. Und dann gibt es auch noch die Fluke. Was ist die Fluke bei einem Wal, Olli? Vielleicht bringst du dich auch mal ein bisschen inhaltlich ein. Die Fluke? Das Poloch. Das Poloch. Ist die Schwanzflosse. Richtig, genau. Weiß ich. Aber ich wollte das jetzt nicht sagen. Du bist also gebürtiger Finne. Du bist in Finnland geboren. Finnland? Helsinki? Nee, nicht in Helsinki. Das ist also, meine Lebensgeschichte ist ein bisschen komplizierter. Macht nichts, wir haben die Zeit, wir haben die Zeit. Alles klar. Also, ich bin eigentlich in Frankfurt geboren. Und dann bin ich überall hingezogen, nach New York, Stockholm. Alleine als, oder mit deinen Eltern auch? Und jetzt bin ich irgendwie halt in Lindau gelandet, ne? Wie das Leben halt so spielt. Im wunderschönen Lindau am Bodensee. Toll. Ja, ganz genau. Und ich glaube, der Jan, der kennt das auch ziemlich gut. Ich bin der Jan. Der hat nämlich bei uns den Abi-Vorwort geschrieben. Ich habe das Abi-Vorwort geschrieben für ganz Lindau? Ich habe ein Abi-Vorwort geschrieben für eure Abi-Zeitung, ja. Das stimmt. Genau. Kann sein. Ja, ja, nee, da nochmal. Muss man übrigens, ja, wenn ich auch euer Abi-Vorwort schreiben soll, das kostet 10.000 Euro. Ihr müsst einfach alle im Abi-Jagen zusammenschmeißen und für 10.000 Euro schreibe ich euch alles, was ihr wollt, ins Abi-Buch. Weil ich finde, man kann, klar, auf der einen Seite kann man ein menschenliebender Künstler sein, so wie du früher einer warst, aber dann muss man natürlich auch sehen, dass ein bisschen Kohle reinkommt. Und wo, von wem nicht besser nehmen als von Abiturienten? Weil wenn es einer wirklich dicker hat, dann sind es Abiturienten. Das stimmt. Anwälte, Anwaltskinder, Lehrerkinder. Doktorenkinder, Mediziner als Eltern und so, die haben wirklich dick Kohle und da mache ich die richtige Kasse, weißt du? Oder gleich so ein Kind entführen, ne? Also das das habe ich auch schon überlegt, aber das, da habe ich, glaube ich, Schwierigkeiten mit. Was bist du denn so still, Olli? Du hast dich eben noch. Ich soll nichts mehr, ich bin. Also, Afmo, dein Name interessiert mich wahnsinnig. Wo kommt der denn her? Ja, der kommt aus Finnland, ob du es glaubst oder nicht. Afmo. Genau. Mhm. Ist ja auch eine Frisur. Hast du mal gerappt? Mit Ferris MC zusammen, ne? Reimemonster. Reimemonster. Bist du jetzt bei den Karl-May-Fest spielen zufällig unterwegs? Das ist Mola Adebisi. Mola Adebisi hat, gerade eben hat Olli Schulz Afrop und Mola Adebisi verwechselt. Dankeschön, vielen Dank, gute Nacht. Und in diesem Sinne, soweit ist also die Integration. Wenn die Kulturschaffenden, die Multiplikatoren, die Menschen, die ganz weit vorne sind, schon Afrop und Mola Adebisi verwechseln. Die machen doch ungefähr das Gleiche. Olli, die haben einfach nur dieselbe Hautfarbe. Das ist eine Mischung. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist rassistisch, das ist ignorant, nein, das ist eine absolute Frechheit. Das sind beides ganz, ganz liebe Menschen. Die interessieren mich einfach nicht so für Menschen. Bist du müde, Olli? Was ist los? Hallo. Ich finde Menschen nicht so geil, egal welche Hautfarbe. Das ist einfach. Viele Menschen sind einfach auch komisch, finde ich. Und so gleich. Und ich werde gerade ganz depressiv hier. Kann auch sein, dass du müde wirst, weil wir haben jetzt, wie immer, um 0.25 Uhr, das ist der sogenannte Late-Line-Downer, um 0.25 Uhr beginnen die Moderatoren immer so langsam müde zu werden. Normalerweise mache ich jetzt hier YouPorn aus und den Laptop runter und schlafe eigentlich. Also, und lade mir noch einen Podcast runter und dann ist langsam Feierabend bei mir. Afmo, was ist jetzt deine Heimat? Du warst so viel unterwegs, du warst, bist in Finnland geboren, wohnst jetzt in Lindau am Bodensee. Was würdest du sagen, ist deine Heimat? Und wirb doch mal für deine Heimat. Das hast du alles schon gefragt, nimm den nächsten dran. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das ist Olli, die sind alle charismatisch, leider irgendwie. Heimat ist eigentlich da, wo die Freunde sind und wo man die Kneipen kennt, oder? Heimat ist da, wo die Freunde sind. Das ist richtig. Was ist allerdings bei Olli und mir das Problem? Wenn man keine Freunde hat. Wir haben leider keine Freunde. Ja, ich habe die besten Freunde. Und halt, wo man die Kneipen kennt. Ah, siehst du. Was ist dann, wenn es danach geht, deine Heimat? Wo kennst du die meisten Kneipen, Olli? Hamburg, Berlin? Hamburg. Hamburg kenne ich die meisten Kneipen, ja. Ich kenne auch leider keine Kneipen. Aber ich gehe da auch nicht mehr so viel hin. Die meisten haben auch dicht gemacht, weil in Hamburg wird jetzt eine Musicalstadt entstehen. Die ganzen schönen Kneipen werden dicht gemacht. Die Spacken, ey, in Hamburg. Wirklich, was die aus der Stadt machen. Hamburg, das war mal eine Stadt. Nenn mir mal eine geile Band, die in den letzten 5 Jahren in Hamburg entstanden ist. Afmo. Oh Mann, das ist eine schwierige Frage. Ja, Afmo. Hamburg hat so nachgelassen, ey. Echt jetzt. Ja, aber dafür ist in Berlin eine Menge cooles Zeugs entstanden. Aus Berlin kommen doch zum Beispiel. Nee, die geilen Sachen kommen jetzt hier aus Duisburg. So Haftbefehl, Kollege. Haftbefehl ist super. Farid Bang. Ja.
Weil nur Tabus wissen, wer der Babu ist. Genau. Was heißt das eigentlich? Das ist ein Ausdruck, der kommt aus, das ist so eine Mischung aus einer ausländischen Sprache und einer deutschen Sprache. Ist das, muss aufpassen, dass man nicht irgendeinem arabischen Kulturvolk auf den Schlips tritt. Muss man immer aufpassen. Shabu ist, glaube ich, türkisch oder so und heißt Papa. Shabu heißt aber Hut ab, glaube ich, ne? Nee, wer der Papa ist, weißt du, oder so. Und Babu? Und Babu, hatte nicht mal eine Serie in den 70er Jahren so eine Serie gehabt? Baba Papa, genau. Baba Papa. Nee, da, jetzt sind mal die Assi-Viertel dran. Da kommen wir aus dem Rap-Ding, weil lange Hamburg in den 90ern, dann war Berlin, aber da hat sich's ausgerappt. Aus welchem Assi-Viertel in Hamburg kommst du denn nochmal? Ich komme aus Stelling und aus Eidelstedt. Oh, Stelling, ganz genau. Jetzt siehst du, es ist wirklich, guck mal, ich komme aus, wie gesagt, wir sind. Es gab immer den Slogan Marmorstein und Eidelstedt. Das war damals. Du, uns vereint ja diese Gerhard Schröder-artige Biografie, ja. Um quasi das Künstlerische, um dem Elend zu entfliehen, rauszukommen. Das Künstlerische ist die einzige Möglichkeit, den sozialen Aufstieg zu schaffen. Und deswegen mögen wir auch gerne diesen kleinen Luxus, mal im Ibis-Hotel übernachten. Einfach mal eine Nacht in so einem abspritzbaren Badezimmer verbringen. Ja. Das sind so die Dinge, mit denen man mich total kriegt. Und das hat viel damit zu tun, dass wir einfach aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen kommen. Du kommst aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich komme mega einfachen Verhältnissen. Super einfache Verhältnisse. Man kann gar nicht von Verhältnissen reden. Man kann auch gar nicht von einfach. Man kann gar nichts dazu sagen. So einfach waren die. Das ist sehr, sehr einfach. Das war auch gar kein Leben. Das war so ein vor sich hin vegetieren. Das war noch nicht mal vor sich hin vegetieren. Wir hatten nicht mal ein Dach früher. Das war so eine Wiese einfach nur. Ich habe einfach nur auf eine Wiese gelegen. 18 Jahre lang. Sehr primitive Familie, aus der ich komme. Das stimmt. Was bist du? Ja, jetzt hast du die Wunde wieder aufgebohrt. Und jetzt ist der Abend gelaufen. Und dann mal noch eine rannehmen hier. Afmo, ich denke, unser Gespräch ist beendet. Wir müssen ganz kurz auflegen, weil wir haben noch jemand anders in der Leitung. Weil wir haben auch Lust, jetzt mit jemandem anzusprechen. Genau. Tschüss, Afmo. Alles klar. Ciao. 0880, 5 mal die 5. Genau. Heute kommen die Anrufer alle endlich mal richtig zu Wort. Ja. Sonst haben wir so Sendungen, wo die Leute nicht reden können, wo ich das Gefühl habe, wir müssen Gespräche abbrechen und wir sind unhöflich. Aber heute habe ich das Gefühl, alle können toll reden. Jetzt nochmal schnell. We are the world. We are the children. We are the ones to make a better place. So let's start giving. There are kids to me. Oh, oh, oh. Nee. Das war schon mal besser. Vielleicht eher sowas, so ein Mitgrüll-Ding. Life is Life vielleicht oder sowas von Opus. There comes a time. So. Für Life is Life von Opus zum Beispiel. Irgendwas zum Mitgrüllen. Oder pass auf, ich habe eine Idee. Hello, is it me you're looking? Dab it up, dab, dab. Nur nach 280, 5 mal die 5, es ist Zeit aufzustehen und im Blutkreislauf ein bisschen in Schwung. Komm, schimmer auf. Sie sehen oder Sie hören die Late Line. Heute ist Olli Schulz zu Gast. Wir haben momentan das kleine sogenannte 0:30-Loch. Olli, wie wäre es, wenn wir gemeinsam uns noch schnell hier in diesem kreativen Umfeld einem Projekt widmen, was wir seit einiger Zeit auf der Pfanne haben? Ich habe dich ja versucht zu überreden, Beate Zschäpe das Musical zu machen. Weil ich finde, das ist an der Zeit, dass man den... diese leichte Unterhaltung vom Musical zusammenbringt mit politischem. Wir haben gerade schon so einen kleinen Hermann Göring-Song performt, das fand ich schon sehr gut. Ja. Es kann aber sein, dass wir da an die Zielgruppe nicht so richtig rankommen, weil es ist sehr lange her, wir wissen nur noch die Älteren, wer ist Hermann Göring, ist er nicht bei den Grünen und irgendwie... Ja, es kann sein, das ist vollkommen richtig, es kann sein. Wir haben sehr viel dumme Leute auch in diesem Land. Leider. Und deswegen ist es vielleicht schöner, wenn man an aktuelle Personen der Zeitgeschichte sich ranwagt. Und Beate Zschäpe ist, ich meine, das ist eine Person, mit der kann man sich... Ja, ich will nicht sagen identifizieren, aber man hat zumindest das Gefühl, dass man über die gerne mehr wissen möchte. Man möchte gerne wissen, was denkt sie. Und wo man schon dabei ist, darüber nachzudenken, was Beate Zschäpe denkt, kann man auch vielleicht diese Gedanken auch singend. Und einfach... Das ist jetzt. Ich sparte mit Beate für die neue Platte der Onkels. Doch wir fanden keinen Job, wir waren der down. Nee. Nee? Ich denke eher sowas wie an It's fun to stay. Aber es geht ja auch nicht. Ja. NSU hatte nur 3 Buchstaben. Ich mach NSU, was machst du? Ach, ist auch Quatsch. Ne? Nee, ist auch nicht gut. Ich bin Beate, quit living on dreams. Life is not your lonely little girl. In a cold, cold world. Ah, nee. Nee. Ich hab's, vielleicht,
Ich wollte nicht mal Anrufer rannehmen, um dieses kreative Loch kurz zu stopfen. Sag mal, weinst du? Oder ist das Beate, die an deiner Nasenspitze klebt? Nein, nein, nein. Nee. Es muss auch Gefühl überkommen. Das muss, weißt du, stell dir vor, Beate Zschäpe liegt nachts in ihrer Zelle auf ihrer Pritsche. Sie war ein Showgirl. Nein. Sie hieß Beate. Nein. Stell dir folgende Szene vor. Ja. Das komplette Set vom König der Löwen, rausgeräumt aus dem Theater, leere Bühne, eine Pritsche, Ross Anthony als Beate Zschäpe. Ja. Und dann Beate Zschäpe, Spotlight auf eine Pritsche. Beate Zschäpe liegt auf ihrer Pritsche in Gedanken. Sie denkt an die beiden Uwes. Die sind natürlich nicht mehr bei ihr, die sind im Himmel, im Nazi-Himmel. Das ist quasi das ist die Hölle für die Menschen, ist der Nazi-Himmel. Wo Michael Kühnen immer hier die Kohle nach. Ja, genau. Also in der Nazi-Hölle. Ja. Und dann denkt Beate Zschäpe auf dieser Pritsche nachts allein in Stadelheim an die beiden Uwes und dann kommt ein Uwe angeflogen mit so, nicht mit Flügeln, sondern mit so Pferdefüßen und so Hörnern. Ja. Gespielt von Lucy von den No Angels, weil Ross hat seine Kontakte spielen lassen. Okay. Die brauchten halt noch unbedingt eine prominente Besetzung, damit Leute kommen. Und dann kommt dieser Uwe als so eine Art Geistergestalt, so halb transparent, vielleicht projiziert auf Beate zu und sagt, guckt ihr ganz tief in die Augen und sagt, Beate, sag mal, weinst du, oder ist es der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? So, sag mal, weinst du etwa, oder ist das ein Popel, der von deiner Oberlippe perlt? Komm her, ich küss den Popel weg. Probier ihn, ob er salzig schmeckt. Und in dem Moment, wo sie sich küssen wollen, da geht das Licht an und dann ist der Uwe halt wieder weg, weil er ist ja tot. Ah, okay. Das ist jetzt so und dann kommt, tot ist tot, na 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 na. Ja, und zwar gesungen vom kompletten zweiten Senat des OLG vom Richter Götzel. Das solltest du mal richtig ausarbeiten, Teil. Also der Plot steht schon eigentlich, ich weiß halt noch nicht, wie es endet, weil der Prozess noch andauert. Ich hoffe für dich, dass Wim Wenders die Sendung nicht guckt, sonst ist die Idee geklaut, das weißt du. Meinst du? Ja, der macht daraus wie so einen Kunstfilm mit Campino in der Hauptrolle als Beate Zschäpe. Hey! Hier kommt Uwe! Komm, einen Anrufer haben wir noch, oder? Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es ist auch, muss man vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, wir sind bei der ARD und es ist... in einem ganz mickrigen Sender. Nee, aber stop, Pete. We have to talk serious to the people because there's a Rundfunkrat listening. Wir müssen ganz kurz sagen, natürlich ist uns die politische Dimension des NSU-Prozesses und die schrecklichen Taten, die NSU, das ist uns alles sehr bewusst, aber wir versuchen das jetzt nicht zu verharmlosen. Wir versuchen einfach den Wahnsinn dieser dummen Scheißwelt mit Humor zu kompensieren. Ja, genau. Das ist und darf ich mal einen Applaus ganz kurz hier? Ja, richtig so. Ja, echt jetzt. Weißt du, sowas können die Leute machen. Die Welt ist manchmal ganz schön scheiße. Ja. Und es hat eh keinen Sinn. Wir sterben doch eh alle. Ja. Wir sterben doch eh alle. Und am Ende zählt nur, dass man gut gelebt hat. Dass man Spaß gehabt hat. Mein bester Freund Arne und ich, wir haben uns damals immer gesagt, wir sind die Arschlochjäger. Was sagst du? Du hast doch einen Freund. Ich? Du hast gerade gesagt, du hast einen Freund. Ich, ja, mein bester Freund Arne. Ja, und vorhin warst du. Ja, aber du hast der, wenn ich ihm Geld schulde, will er nicht mehr mein Freund sein. Ja, okay, anderes Thema. Dankeschön. So, ein Anrufer jetzt. Das ist bestimmt Arne, der jetzt gleich anruft, wegen der Kohle. Wir haben Christian 23, ist, glaube ich, ein Freund von Sebastian 23, ein Poetry Slammer. Übrigens, sag mal, geht das jetzt auch so, das Poetry Slam? Eigentlich ist es nicht Comedy für Leute ohne Charisma? Ich habe mich mit Sebastian 23 sehr nett über Mail. Hörst du das? Das ist der Gesang. Das ist der Sound of Bremen. Das Sound of Waffenverbotszone. Es gab eine kleine Messerstecherei im Publikum, aber that's Showbusiness. Ihr seht toll aus da hinten. Ihr riecht halt wahnsinnig streng, deswegen seid ihr ein bisschen weiter weg vom richtigen Publikum. Ich komme nachher noch zu euch. Vielleicht aber auch nicht. Doch, ich nehme noch ein Bad in der Menge. Ja. Aber die Männer müssen vor alle gehen. So, jetzt müssen wir mal einen rannehmen. Christian 23 plus seine komplette WG, wahrscheinlich lattenstramm und besoffen und voll partymäßig, hängt vor 1 plus und machen einfach... Nein, das ist, glaube ich, nicht. Hier rufen coole Leute an. Hey, Krischi. Hey, Olli. Sag was, Krischi, komm, gib's mir. Sag was Cooles. Was soll ich dir geben? Was brauchst du? Ich will irgendwie... Was ist für dich Heimat? Also ich... Für mich ist Heimat erstmal da, wo man sich zu Hause fühlt. Aber... Vom Fernseher. Zu Hause fühlen kann man sich ausgezeichnet.
In Freiburg. Freiburg? Soll ich mir zu Freiburg eine Geschichte erzählen? Ich spiele nie wieder ein Freiburg Konzert. Aber ich erzähle dir auch die Geschichte, warum. Bitte? Sollt ihr die Geschichte erzählen? Das ist eine ernste Geschichte. Ganz kurz mal eben, bevor du dein nächstes. Wir haben ein Feedback via Facebook bekommen von einem User namens Fisch von Ludus. Er schreibt: Ich finde, der Olli denkt, der ist hier der Gefragteste überhaupt. Leute am Telefon abwürgen, die mit Freude von ihrer Heimat erzählen wollen und einfach weggedrückt werden. Ja, ich bin Arschloch. Weil der nette Herr Olli meint, es langweilt ihn. Ich glaube eher, dass der Olli ADHS hat. Der schafft ja nicht mal zwei Minuten, einfach mal seinen Mund zu halten. Ja, okay. Obwohl er ja meinte, er lässt die Anrufer mal aussprechen. Total unsympathisch, der Kerl. So. Ja. Und ich habe nämlich, weißt du, weil das, was ich die ganze Zeit im Gefühl habe, das kann endlich mein Facebook-User mal richtig artikulieren. Und ich habe eh das Gefühl, dass Facebook-User ganz schön oft meine Gefühle artikulieren. Ja, mit sehr vielen Rechtschreibfehlern zwar und vielen Smileys und oft Großbuchstaben, aber das sind viel oft meine Gefühle. Wie heißt der, der das gesagt hat? Das ist Fisch van Ludus, heißt er. Er ist ein Holländer. Wahrscheinlich ein Holländer, mit der Lateinisch spricht. Ja. Ludus ist ja das Spiel. Der noch Geld von mir kriegt. Und Ludus ist auch der Freund, der ist auch ein Kumpel von Fix und Foxy übrigens, der Wolf. Ludus heißt ich Wolf. Möchte, was, dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Das möchte ich aber auch. Dann sing doch einfach, Olli. Ich wollte jetzt mit Kringel gerade reden. Christian, sorry. Also, ich gebe dir recht, Fisch. Guck mal weiter in der Community. Wo waren wir stehen geblieben? Warum ich nicht mehr in Freiburg? Jetzt erzähl ich schon wieder. Du sagst, Freiburg ist eine tolle Stadt, oder? Ja, absolut die geilste. Man muss leider anerkennen, es ist die geilste Stadt überhaupt. Mir sind die Leute da ein bisschen, also wenn ich muss was erzählen. Ich hab mir geschworen, nie wieder in Freiburg zu spielen. Das ist kein Witz. Ich habe eine traumatische Geschichte erzählt. Das ist jetzt wieder so eine persönliche Geschichte. Ich habe mit meinem lieben Freund, der hat damals bei mir Vorprogramm gemacht. Inzwischen ist er einer der Besten, also er ist damals schon gewesen. Damals haben wir aber uns kennengelernt. Giesbett zu Knüpphausen, ich liebe ihn. Der beste Songwriter Deutschlands, meiner Meinung nach. Mit dem habe ich zusammen gespielt da. Und an dem Tag ruft mich meine Mutter an und sagt, meine Oma liegt im Sterben. Und meine Oma ist an dem Tag gestorben und ich konnte sie nicht mehr sehen. Und ich hatte versprochen vorher, jetzt ernster Switch, ich weiß, doof, aber ich erzähle es trotzdem. Und ich hatte meine Oma vor, ich musste eine Woche auf Tour, ich so, ich will dich noch sehen, wenn ich zurückkomme. Und sie so, ja. Und dann lag sie im Sterben, ist gestorben. Und ich habe an dem Abend in Freiburg gespielt und Giesbert hat vor mir gespielt und hat ein Megakonzert gespielt. Und die Leute haben so abgefeiert ihn. Und dann gehe ich auf die Bühne und sage, hallo. Ich werde heute nicht so gut sein, es tut mir leid. Und dann haben die Leute angefangen, mich auszubuhen. Und ich habe dann aber nicht gesagt, warum es geht. Und ich war so beleidigt davon. Natürlich habe ich auch nicht gesagt, dass was Schlimmes passiert. Oh, jetzt auch immer so ein Switch, aber die Geschichte ist nun mal so schlimm. Und dann habe ich ein richtiges Scheißkonzert. Danach kamen die Leute in Freiburg zu mir und meinten, das war scheiße heute. Meinte ich, ja, mir geht's heute nicht so gut, private Geschichte und so. Und dann waren die trotzdem nicht geil. Und dann habe ich gesagt, ich spiele nie wieder in Freiburg. Das war eigentlich auch doof. Vielleicht sollte ich trotzdem wieder nach Freiburg. Ich habe mich damals sehr mit Freiburg gestritten, fällt mir ein. Das ist ein sehr traumatisches Erlebnis. Die Stimmung im Keller, das Schöne ist, wenn man zu zweit ist, kann der andere Stimmung wieder rausholen. Da sind wir dabei, da ist prima. Scheiße, das ist echt. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben auch immer Durst. Da sind wir dabei, da ist prima. Viva Colonia. Ja. Naja, das war im Jazzkeller. Gibt's den Jazzkeller noch? Ja, du meinst das Jazzhaus. Jazzhaus, gibt's das noch? Ja, sicher. Das hier, wenn ich den Laden dicht mache, dann komme ich wieder nach Freiburg. Da war eine scheiß Atmo da unten in diesen Keller rein und. Ja, aber das war der absolute Ausnahmefall. Ich meine, du kannst ja auch nicht richtig empfinden, wenn du da so emotional. Ja. Barrikadiert bist durch die Situation, aber eigentlich geht es in Freiburg total ab. Ja, aber irgendwie, und dann war ich im Atlantis, oder wie das heißt, oder im Atlantis, so ein Laden, da sitzen so die alten 68er mit so langen Fingernägeln und drehen sich so Hasch-Joints und reden so, ja, der stört und die Leute und so. Das ist so ein bisschen so, also diskussionsmäßig da. Also, ja, das kommt auch so ein bisschen auf die Location an, aber generell sind die Leute hier offen. Und haben Spaß am Leben. Ich sollte Freiburg noch mal eine Chance geben, finde ich. Also find ich auch, definitiv auch, ohne Witz, du wirst es sonst bereuen. Hier gibt es so viele geile Sachen zu erleben und so viele geile Leute, Menschen kennenzulernen. Würdest du mich mal in deine Affenhände nehmen, das nächste Mal, wenn ich in Freiburg bin und zeig mir die Stadt? Ich führe dich rum. Ja, wirklich? Ich gehe mit dir ins Drifters. Ins Drifters? Ja. Gehen wir zusammen ins Drifters? Komm vorbei. Und dann driften wir da ab zusammen? Ich habe vorher zwar gehört, das steht nicht ganz auf Techno, aber einen Abend
mit uns in Freiburg. Ein Einarmiger legt da auf, oder was? Ein Arm? Im Drifter verlegten Schiff ein Einarmiger auflegen. Ich bin gerade in der Community, Olli. Ich kümmere mich gerade um Facebook und Twitter. Okay. Ihr könnt es bei Facebook und Twitter reachen über @LateLineRadio. Bist du geboren in Freiburg? @Facebook. Also ich bin im Freiburger Umland geboren, aber im Herzen schon immer mittendrin. Am besten, wir reden zu dritt alle. Ja, das ist nämlich diese moderne Generation, diese YouTube-Clip-Generation, die kann das vertragen. Stichwort YTT oder die Ponks. Wir müssen mehr YouTube-Appeal haben. Wir müssen einfach viele Sachen gleichzeitig machen. Die Leute haben eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne und können in viel kürzerer Zeit viel mehr Inhalte aufnehmen. Vielleicht machen wir einfach zwei Gespräche parallel. Du redest mit dem Christian weiter und währenddessen moderierst du noch die Sendung an. Ja, adlib ich einfach immer so, wie so ein Rapper einfach. Freiburg ist schwierig, ich weiß. Nee, das ist toll, meine ich. Darf ich denn zum Schluss noch ein paar Leute grüßen? Nein, absolut nicht. Ciao, Christian. Dankeschön. 0880, 5x5. Der Gruß ist der Feind des Hörers. Ja, aber echt. Olli. Meckern viele über so, mich. So, wir haben jetzt die erste halbe Stunde geschafft. Wir haben noch anderthalb Stunden vor uns. Die erste halbe Stunde hat sich auch angefühlt, als wären es 90 Minuten. Ja. Bislang ist es eine sehr gute Sendung. Michael, wie ist das Feedback aus der Quotenzentrale von 1 Plus und das 1 ist groß, das ist großartig, das ist großartig. Also der Best-of-Zusammenschnitt, den wir freundlicherweise nächsten Mittwoch auf dem NDR senden dürfen, verspricht hohe Quoten. Ja. Hohe Quoten, letzte du, Sendung. Ich habe noch eine gute Nachricht. Du hast eine gute Nachricht? Wir sind jetzt fast in internationalen Gewässern. Du kannst so langsam richtig ein... Du, während wir hier moderiert haben, hat sich das Schiff auf die Nordsee bewegt. Wir sind jetzt kurz in der Helgoland. Wir können Kuck spritzen. Ja. Wir können Kuck spritzen und uns alle gegenseitig heiraten. Das ist alles erlaubt. Micha, kann ich noch eine Cola haben? Ich bin irgendwie so richtig in Cola-Laune. Ja, ich hab Bock irgendwie für Cola. Ich hätte gerne frisch gepressten Kiwisaft, aber ohne Kerne. Ja. Wann? Jetzt. Oh. Okay. Wir sind jetzt draußen. Das muss man vielleicht mal sagen. Radio Bremen hat sich wirklich. Heute ist die letzte Late Line für eine lange, lange Zeit. Die letzte Late Line im Fernsehen. Erstmal und dann kommt erstmal lange nichts mehr. Auf 1 Plus werden dann die alten Late Lines wiederholt. Dann wird ab Sommer das Programm abgestellt. Dann werden, keine Ahnung, alte Ratgeber-Darmkrebs-Sendungen wiederholt. Weil das ist das Einzige, was so. Ja, es ist ein ernstes Thema. Ich weiß gar nicht, warum ihr da hinten doof drüber lacht jetzt gerade. Muss man ganz kurz mal eben. Piet, hör mal bitte auf mit der Musik. Wir haben jetzt gerade ein ernstes Thema angesprochen und wir fangen an, da hinten so blöd zu lachen. Sag mal, ihr habt wirklich absolut keine Sensibilität. Wenn wir hier einmal kurz mal ernst sind, ja. Genau, ihr seid gemeint, da hinten. Wir wissen. Ja, jetzt klatschen wir. Ich guck dir das an. Ja. Ich weiß schon, warum wir da so einen Wassergraben zwischen die Leute gebracht haben. Weil wir hier auf dieser Seite, wir sind nämlich die Sensiblen, die Einfühlsamen. Wir haben nämlich zum Teil auch studiert oder zumindest wissen wir, wie man Universität schreibt. Und da drüben, diese einfachen Leute, guck, wie die unsensibel die dann da sind, gerade bei solchen Themen. Das sind halt ganz einfache Menschen, Mann. Hier ist wenig los in Bremen sonst. Nein. Wo geht man sonst saufen außer einer Capri-Bar? Was gibt's denn für tolle Läden in Bremen? Erzählt ihr doch mal, hier sind doch die Bremer. Die Vorzüge von Bremen. Schnellrunde. Vorzüge von Bremen. Weserstadion. Vorzüge von Bremen, ganz schnell. Es ist nicht Hamburg. Nein. Es ist eben nicht Hamburg. Das ist kein Vorteil. Babyschweine im Burgerpark. Das klingt ganz selber. Schön. Vorteile von Bremen. Schlachte. Was? Schlachte. Schlachte. Die Schlachte, gleich auf die Ecke. Das ist eine Einkaufsstraße. Eine Einkaufsstraße. Vorteile von Bremen. Das Bremer Viertel. Ja, ein Viertel hat jede Stadt. Vorteile von Bremen. Ich komme aus Hannover. Okay. Vorteile von Hannover. Der Maschsee. Der Maschensee? Der Maschsee. Der Maschsee. Was ist an dem Maschsee so schön? Das ist einfach ein See mitten in Hannover. Das ist echt schön. Da kann man bei schönem Wetter echt dran. Kennst du die Alster in Hamburg? Das ist einfach ein See mitten in Hamburg. Da kann man einfach wunderschön umhängen. Was okay. Redest du von Hamburg? Vorteile von Bremen. Die Dame ja. Erstmal, oder? Ja. Mir egal. Keine Ahnung. Paddy Smith, modern ist alles. Paddy Smith? Wohnt die in Bremen oder was? Paddy Smith, wohnt die in Bremen? Paddy's Pit ist ein Irish Pub am Hauptbahnhof. Kannst du mal hingehen. Ich spiele übrigens Samstag im Stadtpark in Hamburg. Hamburg. Paddy Smith. Paddy Smith spielt am Samstag in Hamburg im Stadtpark. Vorteile von Bremen. Oldenburger. Olli. Vorteile von Oldenburg. Olli. Häufer Einlauf. Olli, komm mal. Was ist denn los mit dir? Achso. 0880, das ist die Telefonnummer der Late Line. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Es ist die letzte Möglichkeit, hier anzurufen, bevor wir in die große Sommerpause gehen, die für mich eine Woche dauert. Nächste Woche bin ich wieder im Radio. Ja. Und dann im Fernsehen wieder im Herbst, wenn alles gut läuft. Kann man irgendwo abstimmen? Man kann ab.
man kann abstimmen? Kann man abstimmen? Oder? Wofür abstimmen? Am 22. September ist Bundestagswahl, da kannst du abstimmen. Ich meine, für die Sendung gibt's. Man kann für die Sendung abstimmen, man kann ja und man die Sendung könnte Wetten, das ersetzen. Dann gibt es einen persönlichen Kanal zu Herrn Metzger, wo man sagen kann. Herr Netzer? Das ist ein Fußballer, der hat damit zu tun. Metzger, die Fleischer. Günter Netz hat in den 70ern einen Russenpuff in München gehabt, oder? Habe ich irgendwie sowas, wirklich wahr? Meinst du, und der ist jetzt Intendant von Radio Bremen? So. Interessante Biografie. Du siehst übrigens sichtlich gealtert aus in den letzten Ich bin in den letzten zwei Stunden um 30 Jahre gealtert. Du siehst wirklich alt und du bist viel, aus. Du siehst viel jünger aus als vorher. Das macht mal C&A-Hemd. Du siehst ja aus wie 31. Ich lebe den Spirit der Mid-20s. Ich habe das Gefühl, wir laufen jetzt auf 33 Umdrehungen, nicht auf 45 wie am Anfang der Sendung. Es ist so ein bisschen, es ist Slow Jam, Slow Jazz Time. Könnten wir überziehen oder wird hier rigoros um eins dicht gemacht, der Salon? Wir könnten überziehen, aber ich glaube, dann wird der Salon trotzdem vorher dicht gemacht. Also wir können weitersenden, es würde sich genauso anfühlen, es würden auch genauso viele Leute zuschauen. 1 Plus wird halt ausgestellt. Aber es ändert sich eigentlich nichts. Wir können einfach so lange weitermachen, bis alle einschlafen. Wäre es nicht mal eine tolle Idee, die erste Sendung, wo langsam auch die Moderatoren so wegdämmern? Das ist gut. Wollen wir nicht mal so einen Marathon machen, dass wir so lange moderieren, bis wir wirklich wegpennen im Fernsehen? Wie spät ist denn das? 7 Uhr. Viertel vor. Ein Anrufer noch. Wer ist denn in der Leitung? Oh, Olli. Können wir noch einen rannehmen? Telefonier doch. Kann ich noch einen rannehmen? Ich zeig dir mal, wie ich das mache. Ich nehme mal einen ran für dich, okay? Hallo, wer ist denn da? Lass dich hängen. Hallo? Ich steige einfach aus. Hallo? Ja. Hi, intellektuell. Hi, Olli. Ich chill ein bisschen. Nimm's Telefon. Olli redet. Sendung ist gleich vorbei. Hallo. Na, wer ist denn da? Ich heiße auch Olli. Cool, du heißt auch Olli. Und bist du auch einsam? Momentan nein, nicht so wirklich. Der Jan, der schläft schon. Wenn du willst, komm hierher und dann ziehen wir ihn aus und malen ihn an mit Edding. Ach nee, danke. Ich sitze eigentlich hier ganz entspannt. Wo bist du denn? Ich bin in Kassel. Kassel, auch eine Scheißstadt. Genau. Hier rufen heute echt nur Leute aus Loserstädten an. Das ist mir echt mal ganz so. Das muss man mal sagen. Es gibt eigentlich wenig gute Städte außer Bremen, Hamburg und vielleicht noch Oldenburg, oder? Kann man das. Also ich weiß nicht, hast du hier nur mal aufgetreten? Oder bist ja, in Kassel habe ich einmal gespielt vor Jahren und da gab es noch nicht mal einen richtigen Veranstaltungsort. Da haben sie irgendwie einen Raum in der Uni freigemacht. Ja, richtig, klar. Ne? Ich meine, das ist ja Kassel. Kassel ist wunderschön. Ist Kassel deine Heimat? Weltkulturerbe. Nein, ich bin in der Nähe geboren. Kassel ist Weltkulturerbe, was so etwas Hässliches muss bewahrt werden. Das ist ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich, ganz im Ernst. So was Hässliches muss bewahrt werden. Genau darum geht es hier. Alles, was hier einen Platz oder ein Park ist, ist eigentlich nur eine Kreuzung. Und wenn es nach jemand Großem benannt ist, sind auch Straßenbahnschienen drauf. Okay. Also, und das ist Hannes Wader lebt in Kassel. Das glaube ich nicht. Doch, der lebt, der ist da hingezogen. Die GSG 9 versucht ihn zusammen mit mir da wieder rauszuholen. Aber ja. Der lebt wirklich in Kassel. Olli? Ja? Sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir sollten am Ende der Sendung noch ein bisschen Zurren in die ganze Geschichte reinbringen. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt. Hier bei dieser frischen Seeluft. Kurz. Olli, hold the line, please. Wir haben bei dieser frischen Seeluft am Ende so ein kleines bisschen Zug verloren. Ja. Wir sind hier angetreten, nicht nur um eine Unterhaltungsshow auf einem Schiff zu machen, um Radio Bremen zu retten. Die Sendung ist letztlich die einzige Möglichkeit, wie Radio Bremen die nächsten Monate über die Runden kommt. Die sehen alle sehr verlottert aus, die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind sehr verlottert aus. Teilweise weiß man nicht, ist irgendwie, keine Ahnung, die Bahnhofsmission hat eine geschlossene Tür und die Leute sind alle bei uns reingelaufen oder sind es Mitarbeiter von Radio Bremen. Es sind sehr, sehr verlotterte, verlauste Mitarbeiter. Uns geht es nicht sehr gut. Aber die Sendung hat Radio Bremen gerettet. In den letzten 7 Wochen, letzten 7 Sendungen haben wir sehr, sehr viel dafür getan, dass dieser Sender überlebt und besteht. Ja. Wir haben viel Geld eingespielt. Alle Menschen, die hier waren, haben 100 Euro bezahlt, oder? Wenn ihr noch nicht 100 Euro bezahlt habt, dann müsst ihr gleich 100 Euro bezahlen. Und zwar die Leute, die vom Schiff gehen. Ihr werdet nicht vom Schiff gelassen, bevor ihr nicht alle 100 Euro bezahlt. Hier muss man Austritt zahlen, das kenne ich. Finde ich sehr gut, Jan. Und wer keine 100 Euro zahlt, der kriegt von Olli und mir unten am Ausgang direkt in die Magenkuhle gehauen. Ja, finde ich gut. Steht einfach da, keine 100 Euro, Magenkuhle. Nee, Olli, ich habe das Gefühl, ich möchte ein bisschen sentimental werden. Ich finde, das ist schön, dass man am Ende nochmal menschlich wird. Das waren sehr, 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 sehr schöne 7 Sendungen. Es waren nicht alle schön. Ich war, wie gesagt, oft geistig nicht anwesend, aber körperlich. Ich freue mich sehr, dass du heute nochmal als Notgast Zeit hattest, heute herzukommen. Ja.
Wir hatten Michael Jackson angefragt, aber er hat aber nicht geantwortet. Er ist nicht ans Telefon gegangen. Was macht er eigentlich? Was macht eigentlich Michael Jackson? Der hat sich mit Quincy Jones irgendwie verworfen, die letzte Platte. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir versuchen ihn für den Herbst zu bekommen. Mhm. Du bist auch ganz schön fertig, ne? Jetzt gerade bist du mir, du ziehst mich so ein bisschen mit runter. Ich war eigentlich noch. Ja, aber ich finde es schön, wenn wir nochmal gemeinsam emotional werden. Ich fand es ganz, ganz toll. Erzähl mir ein bisschen was, weil ich habe die Sendung nur einmal gesehen und da war der Revolverheld-Sänger da und da habe ich gedacht, ja, okay. Und deswegen habe ich jetzt weiter nicht so viel geguckt, der ja auch ein Freund von dir ist. Ja, ist ein lieber Freund von mir, Johannes Strate und ich. Wir sind eigentlich eineilige Zwillinge, die sich aber erst nach 30 Jahren wiedergefunden haben. Und wir haben. Und da wollte ich jetzt mal wissen, welche waren die Höhepunkte? Können wir noch ein bisschen Revue passieren lassen? Habt ihr was vorbereitet, die schönsten Momente? Oder? Ja, wir haben jetzt eine kleine Matz vorbereitet, der schönsten Momente der Late Line. Und ich möchte bitten, die Matz jetzt abzufahren. Oh, ich höre gerade, wir haben gar keine schönen Momente gehabt. Keine Matz. Sorry, also wir haben versucht, was zusammenzusuchen, aber es gab absolut nichts Schönes. Es hat niemand irgendwie irgendwann gelacht. Es war nie, nie gut. Heute haben die ganz viel gelacht. Heute war voll was super. Sagst du? Der Nazi im Lichtkegel? Genau, wer war alle 7 Sendungen hier? Oder wer war mindestens 3-4 Sendungen da? Mal ganz hier, ehrlich? Reihe 1. Du warst doch bestimmt bei allen Sendungen dabei. Du bist ja mittlerweile Teil, du kriegst mittlerweile Geld dafür. Ja. Möchtest du mal die Kamera haben? Nimm mal deine Höhepunkte. Die Fans sollen zu Wort kommen. Welche waren deine Höhepunkte? Hier ist einfach jede Sendung Höhepunkt, finde ich. Deswegen bin ich auch so hier. Bömi ist nämlich gut, der macht das super, oder? Ja. Charismatisch, witzig. Applaus für Bömi. Das wollte ich gerade mal spontan ganz kurz machen. Können wir das ganz kurz noch einmal kurz schneiden, das nochmal einmal machen, dass wir es hinterher für den. Kein Problem. Also, du sagst was und dann machst du das. Und dann sag ich. Einfach jede Sendung ein Highlight. Ja, das liegt an ihm, oder? Böhmisch! Böhmisch! Aber da haben wir gelacht, denn wir sind beim Böhmisch da. Hey! Dankeschön. Du machst das. Nee, Olli, weißt du, ich muss mich an diese. Also, jetzt mal ganz. Weißt du, es ist eine wahnsinnige logistische Herausforderung. Ich kannte das nicht. Wir haben das. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles hinbekommen haben. Ich weiß gar nicht, mit welchem Geld die das hinbekommen haben. Ehrlich. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das. Ich kann sein, dass die meisten ehrenamtlich arbeiten. Ich arbeite ehrenamtlich. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Mitarbeiter kein Deutsch sprechen. Also sind die wohl aus dem osteuropäischen Raum hier eingeschleust worden, um die Kameras zu halten. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Wirklich super viele schöne Stunden hier verbracht, auch in dieser Sendung. Ja. Ich habe das Gefühl, wir sind hinterher genauso schlau wie vorher. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Hauptsächlich entschuldigen für all das, was in den letzten sieben Sendungen passiert ist. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wenn es Ihnen ein kleines bisschen Freude gemacht hat, dann seien Sie doch gerne mit dabei. Im November sind wir wieder auf Tour. Dann besuchen wir Ihre Stadt. Dann kommen wir vorbei bei Ihnen, wenn Sie in Magdeburg sind zum Beispiel. Oder ach, der Spirit geht weiter. Also ja, wir machen da so eine Tour durch Ostdeutschland und versuchen die Mauer wieder aufzubauen. Wir reisen rum und machen Senden für eine Mauer. Ja. Das ist so eines dieser Projekte und wir versuchen, die Flut herbeizusingen. Warum sind zum Beispiel... Wegzusingen. Es war ein Freudscher, die Flut wegzusingen. Die Flut wegzusingen, Entschuldigung. Und meine große Bitte an die Hansestadt Hamburg, meine Heimat ist, bitte 5 bis 8 Musicals aus Hamburg nach Eisenhüttenstadt oder Cottbus zu verbringen, also rüber zu verschiffen. Die haben gar nichts da. Die laufen mit McDonald-Tüten über den Füßen rum. Gebt ein bisschen Kultur den Leuten da. Wirklich. Musicals und so ganz viel und auch ganz viele Bands dahin schicken zum Spielen. Und wird es um mich dunkel? Mehr Musicals in Hamburg. Wird es in mir still? Seh ich ein Licht leuchten in der Ferne? Oder ich den Nachtzug, der mich holen will? Dann folge ich dem Ruf der Sterne. Starlight Express, wo bist du? Starlight Express, Starlight Express, gewünsch mir, du wärst hier. Vielen Dank. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken bei allen Leuten, die uns auf Twitter, auf Facebook, bei der Late Line die Stange gehalten haben. Das war eine wahnsinnig lehrreiche Zeit. Vielen Dank an Michael, vielen Dank an Pete, vielen Dank an Olli, vielen Dank an Hanna, an Anne, an Patrick, an Helge.
an die Leute, die hier sind, an die vielen Leute, die gehört ja fast zum Team quasi. Wir versuchen es mal so ein bisschen menschlich zu machen am Ende. Entschuldigung für alles, was nicht so gut gelaufen ist. Entschuldigung für diese kleinen Hänger gegen Ende der Sendung. Es ist eine zweistündige Live-Sendung. Ich kann mich voll in Markus Lanz reinversetzen. Das ist nicht immer einfach. Und stellt euch vor, ihr habt dann noch Jürgen Drews. Auch Markus Lanz hat es gleich. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank da drüben. Ihr wart ein ganz tolles Publikum. Dankeschön. Vielen Dank. Am Ende machen wir eine große Let's Dance Party. Wir haben eine Choreo einstudiert. Es gibt einen geilen Dance-Song. Wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise hören uns im Radio. Dann ist wieder im November auf 1+. Vielen Dank an 1+ für die fantastische Zusammenarbeit. Und schaut alle ARD. Und vielleicht werden wir eines Tages die Sendung mal kürzen, uns ein Konzept einfallen lassen, unsere Redaktion anschaffen, ein paar schlechte Mitarbeiter rausschmeißen, ein paar gute einstellen. Und eines Tages wird es vielleicht sogar eine richtige Sendung. Wer weiß, mit dem richtigen Publikum. Vielleicht sieht es eines Tages mal einer. Ich glaube nicht, aber vielleicht. Man darf doch noch träumen, Olli, oder? Welche Erotikseiten nimmst du denn jetzt so? Also. Ciao. Gute Nacht. Vielen Dank, Olli. Gerne. Ciao. Vielen Dank. Oh Gott. Du warst super, komm doch hier im Arm, drücken. Ich kann ihn mehr. Du warst toll, ich kann ihn mehr, Olli. Ich bin ganz stolz auf dich. Ich kann ihn mehr, ich kann ihn mehr. Ich bin stolz auf dich. Ich kann ihn mehr. Du bist mein Affenjunge. Ich kann ihn mehr. Komm, wir sagen den Song. Das war die Late Line, live aus Bremen. Präsentiert von Bremen 4. Das Ding. MDR Sputnik. Enjoy. UFM. Und 1+. Für weitere Infos, lateline.de.